Jetzt geht es in Deutschlands härtestem Quiz, dem Original, um 100.000 Euro. Dafür müssen 5 absolute Experten in ihren Fachgebieten geschlagen werden. Es gilt, das Unmögliche möglich zu machen. Nur der, der Wiegald Boning, Anna Thalbach, Jan Hofer, Katrin Müller-Hohenstein und Michael Bulli-Herbig schlägt, kann 100.000 Euro gewinnen und Quiz-Champion werden. Hier ist aus Berlin das härteste Quiz Deutschlands. Und hier ist Ihr Gastgeber, Johannes B. Kerner. Guten Abend. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend. Wie schön, dass Sie sich entschieden haben, den Samstagabend hier mit uns zu verbringen. Danke allen hier im Studio für den freundlichen Empfang. Es wird lehrreich, es wird sicherlich auch spannend. Zweimal in den letzten beiden Quiz-Champion-Ausgaben konnten wir das Geld nicht auszahlen, weil Kandidaten teilweise bei der allerletzten Frage gescheitert sind. War es Blackout, war es Nervosität, war es Nichtwissen? Heute sind wir wild entschlossen, dass 100.000 Euro den Besitzer wechseln. Aber leicht wird es sicher nicht, denn es gilt, diese Experten zu schlagen. Im Zeitgeschehen Jan Hofer. 35 Jahre war er das Gesicht der Tagesschau. An ihm ist keine Nachricht vorbeigegangen. Tagesschau-Chefsprecher im Ruhestand, Jan Hofer. Film und Fernsehen, Michael Bulli-Herbig. Regisseur, Schauspieler, Produzent, gefürchteter Quiz-Champion-Experte. Der vielfach ausgezeichnete Michael Bulli-Herbig. Für Sport, Katrin Müller-Hohenstein. Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und. Sie ist überall dabei oder berichtet darüber. ZDF-Sportass Katrin Müller-Hohenstein. Erdkunde spielt Wiegald Boning. Ob zu Fuß, mit dem Klapprad, mit dem Auto oder per Flugzeug. Er hat die Welt bereist. Hier ist Wiegald Boning. Literatur und Sprache Anna Thalbach. Die Schauspielerin hat mehr als 400 Hörbücher vertont und wir wissen, sie kennt bei ihren Gegnern keine Gnade. Expertin Anna Thalbach. Ja, womit schon mal feststeht, leicht wird es sicher nicht. Und wenn Bulli-Herbig sich so einen schicken Zwirn rausgesucht hat und so eine Krawatte, dann hat er irgendwas Besonderes vor am Samstagabend, oder? Ja, ich möchte heute dieses Geld mit nach Hause. Ach nee, ich kann ja gar nicht. Nein, du kannst nicht. Du kannst eine Erfahrung gewinnen. Also hier ein Schlips, eine Fliege, ein Einstecktuch. Alle sind dressed up für den Samstagabend. Und hier ist unser erster Kandidat. Mein Name ist Alexander von Altenburgum. Ich bin 45 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und meinen 3 kleinen Kindern in Koblenz. Hier bin ich auch Lehrer für Mathe und Chemie. Alexander von Altenburgum unterrichtet an einer Realschule und das offensichtlich mit vollem Einsatz. Was er an seinem Beruf mag? Logisch, den praxisnahen Unterricht. Ich habe nämlich schon mit 10 Jahren Quizfragen für meine Eltern geschrieben und die Antworten natürlich auch benotet. Der ist ein Klugscheißer. Der kann auf jede Frage eine kluge Antwort geben. Alexander ist ein Theoretiker, weiß theoretisch sehr viel, aber braucht für handwerkliche Sachen oder für zu Hause immer irgendwelche Hilfe. Und wie schlägt er sich im Sport? Der Alex ist kein Universalgenie, aber im Sport allgemein ist der Alex sicher gut aufgestellt. Wirtschaft könnte ich mir noch vorstellen und ganz sicher auch bei Film und Fernsehen. In jungen Jahren habe ich ein analoges Filmlexikon erstellt. Unter anderem sind natürlich auch die James-Bond-Filme dabei. Meine Frau und ich sind Fans der Filme mit Sean Connery und Roger Moore, also die ersten Filme, gerade wegen den Handlungen an den Originalschauplätzen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, diese Schauplätze auch mal zu besuchen. Bereist haben sie schon Drehorte in Venedig, Istanbul und Korfu. Aber am schönsten ist immer noch hier im Klassenzimmer.
Ich werde Quiz-Champion, weil ich den Experten ordentlich einen einschenken werde. Na dann, Prost! Sehr zum Wohle und herzlich willkommen, Alexander, zu Alten Bockum. Jetzt habe ich schon einen Von und Zu draus gemacht. Würde mal besser. Bitte, treten Sie doch zumindest so nah, wie wir das Corona-bedingt dürfen. Sehr schön, Sie hier zu haben. Also nicht zu Alten Bockum, sondern von Alten Bockum. Ich habe irgendeinen Von und Zu draus gemacht. Das ist sozusagen meine Form der Ehrerbietung. Schön, Sie hier zu haben. Im Film habe ich gelernt, Sie können immer kluge Antworten geben. Hier würde helfen, richtige Antworten zu geben. Eine Mischung daraus ist ideal. Kommen Sie gerade hier zur Mitte, ich verflüchtige mich. Frage Stereotyp, aber nicht ohne Hintergrund, ob Sie mich gut verstehen können. Und insofern bereit sind für unsere Schnellwissensrunde, in der Sie innerhalb von 60 Sekunden 7 Fragen richtig beantworten müssen. Wir drücken die Daumen, das wird schon gut gehen. Das Duell mit Alexander von Alten Bockum beginnt jetzt. Eine Redensart lautet, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Richtig. Welcher rund 780 Kilometer lange Fluss fließt auch durch Paris? Die Seine. Richtig. Wie viel Grad hat ein rechter Winkel? 90. Richtig. Mit welchem Begriff wird ein neugeborenes Pferd bezeichnet? Fohlen. Richtig. Yes, we can war der Wahlkampfslogan welches US-Präsidenten? Donald Trump. Nein, Barack Obama. Ach. Welches Teil des Essbestecks besteht aus einem Stiel und einer Laffe? Löffel. Richtig. Welcher Autor schrieb die berühmten Winnetou-Romane? Karl May. Richtig. Welcher weiße Vogel steht symbolisch für den Frieden? Taube. Richtig. In welchem... Na, wunderbar. Das ist Trump auch noch. Das Donald. Ich gehe mal vor, weil wir so ein bisschen Abstand halten müssen. Und wir wollen uns ja Corona-bedingt, hygienisch, korrekt, perfekt verhalten. Dass Donald Trump jetzt so spät noch zu Ehren kommt... Der und kommt ja nicht aus den Medien raus. Ne? Diesen wirklich schönen Slogan, yes, we can, der fast gebetsmühlenartig, wie das Amen in der Kirche in den Obama-Wahlkämpfen ausgesprochen worden ist und so eine Kraft entwickelt hat. Schön, Sie hier zu haben. Vielen Dank. Ich freue mich. War das die Schisshürde? Ja, wie immer, glaube okay, ich. Dann können wir jetzt ja Entspannung eintreten lassen. Sie haben bei sich ein Wässerchen. Ja. Wenn Sie was anderes trinken möchten, sagen Sie einfach Bescheid. Wenn Ihnen der Sinn nach was auch immer steht, wer spricht, der kriegt. Okay? Danke. Dann haben wir hier 5 Duelle. Sie kennen das Prozedere. Freue mich. Alles andere werden wir ja... Die Herrschaften sind Ihnen bekannt? Ja, alle. Okay, wunderbar. Dann also können nicht wir persönlich, ja, aber das kann ja noch in kommen. Eine Richtung. Das kann ja noch kommen. Hier könnt ihr 5-mal Freundschaft schließen. Wollen wir loslegen? Ja. Auf geht's. Also, Zufallsgenerator ab. Okay. Na bitte, Sport mit Katrin. Nehmen Sie das nächste Duell bitte sportlich und nicht entspannt. Ihre Gegnerin auf dem Quizcourt, Katrin Müller-Hohenstein. Herzlich willkommen, Katrin. Vielen Schön, Dank. Dich hier zu haben. Hallo, Alexander. Hallo. Samstagabend mal nicht um 11, sondern schon ab 7:45. So, Sport? Ja, ist eigentlich mein Ding. Ach. Also nicht aktiv? Doch, also Tischtennis habe ich gesehen, die ja, Vorhand. Ja, ist ja gut. Das, ja? Die kam schon, ja gut. Das war auch zusammengeschnitten, ein bisschen schneller, glaube ich. Als ah, schneller ist. Laufen, das ist eine schöne Idee. Aber wenigstens ehrlich, sehr gut, das gefällt mir. Aber natürlich haben Sie die Latte jetzt auch ein bisschen höher gelegt. Das Problem ist, die Dame weiß ein bisschen was. Ja? Wollen wir loslegen? Sehr gern. Das Duell Sport zwischen der Expertin Katrin Müller-Hohenstein und dem Kandidaten Alexander von Altem Bockum beginnt jetzt. Anlässlich welcher Olympischen Spiele, das ist die erste Frage, stürmte Whitney Houston mit ihrer Hymne One Moment in Time weltweit die Charts? War das 1984 in Los Angeles, 1988 in Seoul oder 1996 in Atlanta? Ich muss ja, Sie können, aber Katrin hat auch schon. Knallhart. Das, ja, also, Entschuldigung, das ist ja hier, das ist ja nicht Mitleid für Fortgeschrittene hier, sondern das ist ja... Ich dachte, wir fangen ein bisschen langsam. Also, mir wurde gesagt, ich soll ein bisschen langsam anfangen. Aber ja, das, Machen mal, wie Sie wollen. Katrin, er hätte es gerne ein bisschen langsamer. Ja, das Problem ist, ich bin mir nicht sicher gewesen, deswegen habe ich mir gedacht, ich drücke mal schnell drauf. Aha, okay. Hat er nicht so viel sicher. Zeit. Okay, ein leichtes Wackeln hier, das ist schon mal ganz interessant. Das ist ja auch eine Technik. Wenn man nicht ganz sicher ist, trotzdem den anderen unter Druck setzen und vielleicht zu einem Fehler zwingen. Ich merke es mir. Okay, wunderbar. Sie waren sich sicher? Ja. Dann haben wir ein Problem, weil wir haben einmal sicher Los Angeles und einmal sicher Seoul. Was machen wir denn da?
Naja, für Los Angeles würde ja auch sprechen, dass Whitney Houston Amerikanerin ist und der austragende Staat vielleicht ja auch für das Bühnenprogramm sorgt. Ich weiß nur, in Los Angeles war doch damals dieser Raketenmann. Ja, an den kann ich mich erinnern. Der hat mich an James Bond erinnert. Okay. Der ist ja wirklich geflogen. Insofern könnten wir die Frage bei Film und Fernsehen gleich nochmal. Gerne, wir können das gerne übergeben und ich kann an der Stelle auch sagen, ist richtig. Ja. Das ist aber für unseren Kandidaten das ist eine schlechte Nachricht. Ja, es tut mir leid. Ja. Und mir tut leid. Hab ich was verraten? Du hast was verraten und zwar deine Unkenntnis. Also wenn ich ganz kurz. Ja, bitte, natürlich. Also ich kann mich erinnern, das lief immer, ich glaube im ZDF, im Abspann. Lief das immer. Das kann man nicht ausschließen beim ZDF. Von den Höchstsportmomenten. Und ich kann mich noch gut daran erinnern. Und 1988 war ich 12. Und 1984 war ich dann demzufolge 4 Jahre. Acht. Ja. Und ich glaube, ich kann mich an 12. Als ich 12 war, der besser dann, als wenn ich 8 gewesen wäre. Und 96 wäre. Also, kannst du dich auch noch erinnern? Ja, aber da habe ich andere Dinge gemacht mit 20. Aber da weißt du die Musik nicht mehr. Da war ich anders unterwegs. Mit 20 Jahren ist man nicht mehr so. Bei mir war das mit 20 auch noch. Ist bis heute und ich bin 28. Ja, heute auch wieder. Ja. Okay. Also wenn jetzt sind 2 Experten gegen mich, aber ich hoffe, ich habe da vielleicht doch mein richtiges Alter vom Gefühl. Das ist interessant, vielleicht auch für Sie zu Hause interessant. So eine Frage, wo man doch im ersten Moment denkt, na ja, klar, das Lied kenne ich und Whitney Houston, also, leider lebt sie nicht mehr, aber kannte ich auch und das wird doch, aber doch nicht Südkorea. Richtig ist B, Seoul 1988. 1984 war es Giorgio Moroder mit Reach Out, hieß das. Und glaube, in Atlanta hieß es auch Reach. Nur Reach. Immer Reach. Reach hieß es dann. Ja, genau. Gloria Estefan war das 1996. Das ist für Sie ein guter Start. Ja. 2 haben sich hier schon mal der Lächerlichkeit preisgegeben. Ja, gut. Ja, tolle Experten hier. Ja. Kommen gleich. Ja. Aber es sind eben auch keine leichten Fragen. Katrin? Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt sagt, er hätte es doch lieber so schnell gerne. Ihr werdet euren Rhythmus finden, vielleicht schon bei dieser Frage. Wie heißt das Maskottchen, das Fußball-Bundesligist Bayern München seit 2004 zu so manchem Meistertitel verholfen hat? Attila, Bernie oder Emma? Das Schlimme ist, ich bin Bayern München Fan. Ja. Sie gehen den leichten Weg. Ja, aber ich habe dieses ich weiß auch nicht, da läuft auch mein Maskottchen rum, was auch so aussieht wie ein Bernie, würde ich jetzt mal sagen. Ja. weiß ich nicht. Und wenn wir das jetzt Emma nennten, dann oder Attila, dann wäre es falsches Kostüm, glaube ich. Ja. Katrin hat ja ganz schnell geantwortet und diesmal war ich mir sogar sicher. Ja, und ich pass mal auf, die Rampe wird immer höher. Ich krieg richtig Haue, wenn ich das jetzt erzähle. Also ich kann sagen, auch diesmal hast du recht. Was das wert ist, mal gucken. Mein Sohn war mal Bernie. Nein, wirklich? Echt? Ach, tatsächlich. Ja, der ist dann mal natürlich. Ja, im Stadion. Dann kam der abends nach Hause, habe ich ihn gefragt, warst du wieder Bernie? Der hat gesagt, ja. Und das war Maskottchen? Der war im Maskottchen drin. Bei Bayern Maskottchen. Ja. Der Bernie. Der heiß. Der Bernie. Ja. Gibt es denn beim Fußball überhaupt weibliche Maskottchen? Bei Männerfußball ganze, wie Maskottchen? Finde ich interessant. Gibt es weibliche Maskottchen? Also ich weiß es, ich kenne mich mit Fußball wirklich gar nicht aus, aber ich hätte ich als Laie hätte gesagt, Emma kann es nicht sein, weil da rennen da bestimmt bei den Männervereinen keine Mädchenmaskottchen auf dem Teppich. Argument, ja. Das wäre jetzt mein Gedanke, aber ich bin ahnungslos. Also, I don't know. Borussia Dortmund hat eine Biene. Die Biene, ja. Also die Biene. Die Biene. Vielleicht heißt die Biene Emma, aber ich weiß es nicht. Das könnte auch eine Biene sein. Ne? Also, Willi ist auch eine Biene. Bitte? Willi ist auch eine Biene. Willi, das ist richtig. Willi also ist auch eine Biene. Biene aber vielleicht muss man vorsichtig. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht haben Sie dem Namen ja auch einem. Ja, mir fällt jetzt aber auch kein Bayern-Spieler ein, der mal Bernhard oder Bernd. Also auf jeden Fall. Also Emma ist die Biene von BVB. Das mal. Ja, das mal also geht's und Attila ist der Vogel von Eintracht Frankfurt. Ja, Attila ist ja der Hundenkönig. Also das ist ja das Maskottchen der deutschen Adler von Eintracht Frankfurt. Ja. Jetzt könnte man sagen, die Katrin kommt ja aus Bayern. Die muss es ja wissen. Aber sie ist ja Fränkin. Fränkin. Ja, es ist ja Fränkin aus Erlangen, Auswärtsspiel München. Ist das nicht ein stilisierter Bär? Ein großer, zotteliger, mit groß, also nicht Bär, ein Löwe, ein männlicher Löwe. Nein, das war Goleo. Das war der von der WM 2006. Ja, ist doch ein Bär. Nein, die haben doch bei ein Bayern. Bär ist kein Löwe. Da müssen wir ganz kurz ein Bär. Das Maskottchen ist ein Bär, oder? Das Maskottchen ist ein Bär. Also Bernie ist auf keinen Fall ein Löwe. Das Bernie ist ein Bär. Das ist der Bär von Bayern München. Gedacht haben, Bär. Kollege Boning wollte gerade hier aus der heimischen Fauna. Nein, nicht heimischen Fauna. Ein Bärenlöwe ist das. Ein Löwenbär. Darum, es kann kein Löwe sein. Da sind ja die 60er in München noch. Ja, das ist auch ein Argument. Vielleicht war ich auch mal jetzt beim falschen Spiel. Ich wollte gerade sagen, also der Reihe nach reitet ihr euch hier in den Salat.
Richtig ist B. Bernie. Bravo. Punkt für beide. Wow. So. Katrin hat zweimal schnell gemacht. Mal gucken, was jetzt geht. Wenn Sie den nächsten Punkt machen, wissen Sie, haben Sie das Duell gewonnen, da kann sie Handstand gegen die Wand machen und das würde nicht nützen. Hier ist die Frage dazu. Welche Neuerungen gibt es seit 2019 beim Tennis-Grand-Slam-Turnier von Wimbledon? Es gibt keine Seitenwechsel mehr während eines Satzes. Es gibt ein Tiebreak im fünften Satz, wenn es 12-12 nach Spielen steht. Oder Schläger dürfen im Match nicht getauscht werden. Oh, jetzt macht er schnell. Sicher? Ja, da gab es ja mal vor einiger Zeit dieses Monster-Match mit 70-68, glaube ich, im fünften. Das ging über 3 Tage. Ja, ja. Und da haben die, glaube ich, irgendwann gesagt, weil ja bei Wimbledon ja die Aufschläger immer oft die Punkte machen, um das mal ein bisschen abzukürzen, haben sie gesagt, müssen wir bei 12-12 jetzt auch mal Schluss machen. Wissen Sie noch, wer bei dem 70-68 gespielt hat? Ja, John Isner. Ja? Gegen so einen kleinen. Aber John Isner hat gewonnen, das weiß ich noch. Nicolas Mahut. Ja, genau. Okay, also das ist wirklich sehr, sehr gut erklärt gewesen und ihr habt es beide richtig. Punkt für beide und das heißt, Alexander von Altenbockum hat bewiesen, dass Sport auch seine Kategorie ist. Glückwunsch. Erstes grünes Kreuz. Und mit dem gleichen Spaß und der gleichen Werbe und hoffentlich dem gleichen Erfolg geht's jetzt bei Bulli weiter. Er ist witzig, versteht aber hier beim Quiz-Champion keinen Spaß. Keine Komödie also gegen Michael Bulli Herbig. Die Stimme finde ich ja faszinierend. Kommt die vom Computer oder sitzt hier irgendwo einer? Ich glaube, das möchte Marc Bremer nicht gerne hören, dass er vom Computer kommt. Aber er ist wirklich da. Guten Abend, ich bin kein Computer. Es ist vor allem so, dass ich demjenigen, der das einspielt, gesagt habe, für jeden Lacher bei mir kriegt er einen Zehner. Da klingelt die Kasse. Ne? Also Marc ist wirklich da. Wenn Sie gerne auch noch mal, können wir einmal Alexander von Altenbockum auch so begrüßen? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie ganz herzlich Alexander von Altenbockum. Oh! Wow. Das brauche ich als Klingelton. Ja, na, das ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es im Fernsehen ist, ist relativ groß. Okay. Einfach aufzeichnen, dann haben Sie Ihren Klingelton. Mal gucken. Schönen Gruß sagen von meiner Frau, ist ein großer Fan. Oh, schönen Gruß zurück. Jetzt lerne ich auch mal kennen. Pasewka war das, Entschuldigung. Ja. Oh. Ja. Oh. Okay, auf dem Niveau. Alles klar. Ich pendle mich ein. Kein Problem. Dann würde ich sagen. Aber ich bin großer Fan der Bulli-Parade gewesen. Sehr gut. Darf ich Bocki zu Ihnen sagen? Das würde Sie auch Böcki. Böcki ist mein Spitzname. Böcki war mein Spitzname. Böcki? Mhm. Böcki ist ja noch schlimmer. Okay, mach mal Böcki. Es kommt eine gewisse Schärfe rein. Ja, das kommt nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ich kann damit umgehen. Bitte, dann beginnt das Duell Film und Fernsehen zwischen Michael Bulli-Herbig und Alexander von Altenbockum, wie wir gelernt haben. Hier und jetzt und so. In welcher Krankenhausserie gönnt sich Dr. John J.D. Dorian zum Feierabend an der Bar gern mal ein Appletini? Ja, ist leicht. In Emergency Room? In Scrubs oder in Grey's Anatomy? Ich habe vorhin noch gesagt, ne? Das ist lustig, weil wir haben gerade hinter der Bühne, unmittelbar vor der Sendung, hat er gesagt, diese Serienfragen machen mich verrückt. Die machen mich wahnsinnig. Aber ich habe mich jetzt halt mal für die Mitte entschieden und bin nicht unglücklich darüber. Das heißt, ich habe das noch nie gesehen. Da wusste ich gar nicht, dass es gibt. Das heißt traditionell die Melzer-Regel. Richtig. Wenn du gar nichts weißt, nimm B. Ich kenne auch nur eine von dreien, aber das ist zufälligerweise meine Lieblingsserie. Die ist cool. Und weil die wirklich alles vereint. Die vereint Comedy und ein bisschen Ernsthaftigkeit und so. Also kann ich nur empfehlen, super Serie. Welche ist es denn? Die mittlere, Scrubs. Ach, die kennen Sie also? Sie ja, beiden kenne ich nur vom Namen, aber da war ich 100%. Der ist ein bisschen feminin, der JD. Aha. Und so ein Appletini ist ja, glaube ich, auch ein Getränk, was eher so in den Darmbereich passt. Okay, verstehe. Und, das heißt, wir müssen hier gar nicht lange auf Spannung machen? Nein. Nicht, okay. B ist richtig. Bitte sehr. Punkt für beide. Oh. Das ist für Sie ein sicherer Punkt, für Bulli, wie wir gelernt haben, ein bisschen ein Glückspunkt, ja. Aber zählt genauso viel. Nächste Frage lautet, welcher Zeichentrickheld reist lieber mit seinem Hund Gaston durch Raum und Zeit, anstatt in einer Fischfabrik zu arbeiten? Den liebe ich zum Beispiel. Herr Lehmann? Ich liebe es. Herr Nilsson? Oder Herr Rossi?
Ah. Das weiß ich leider nicht. Ja, das ist eigentlich eine Literaturfrage. Ja, nein. Ich würde die auch gerne tauschen. Nicht. Ja. Ich sag doch gar nichts. Ja. Ich leide nur. Sie verzweifelt. Ja. Anna verzweifelt. Ja, ja. Das setzt mich jetzt auch enorm unter Druck. Ja, weißt du, das kommt mir gerade so richtig doof auch ganz vor, weißt du? So. Streng dich an jetzt. Oh, gedrückt oder was? Ja, ich muss ja irgendwann mal hier weiter. Kann man aber auch ableiten. Wir haben ein also, B und ein C. Ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es Herr Rossi nicht ist. Doch. Herr Rossi sucht das Glück. Herr Rossi sucht das Glück? Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Ist da ein Hund aber da? Ja, er hat einen Hund und er hat diese Trillerpfeife. Dann geht er mit seinem Hund immer durch die Raum. Aber was hat denn Herr Rossi in der Fischfabrik verloren? Er hat da vorher gearbeitet, bevor er die Trillerpfeife bekommen hat, mit der er mit seinem Hund durch die Zeit reisen kann. Ist das richtig, Wiegald? Ja. Ist Herr Nilsson nicht das Pferd von? Ich kenne nur den Pippi Langstrumpf. Wer ist nochmal Herr Nilsson? Ja, Herr Nilsson. Herr Nilsson ist von Pippi Langstrumpf. Herr Lehmann ist von Sven Regner. Richtig. Was? Herr Lehmann ist von Sven Regner. Der hat auch nicht in der Fischfabrik gearbeitet. Obwohl, Bremen? Naja. Bremen gibt es auch Fischfabriken. Ja. Ja, was soll ich da noch sagen? Weil Nilsson mir Pippi Langstrumpf habe ich also auch. Und Herr Lehmann wusste ich, gibt es einen Film zu, ne? Irgendwie. Also ich stelle nur gerade fest, ich habe jetzt zu drei Fragen etwas gesagt. Ja. Aber du hast ja wollen die Lager gekauft. Wollen wir sprechen, Bulli? Wollen wir sprechen? Ich warte jetzt mal die nächste Frage noch ab. Mal ganz in Ruhe. Okay, wir lösen das mal auf. Nilsson, Affe von Pippi Langstrumpf. Lehmann, wie Wiegald richtig gesagt hat, ist der Titelheld aus der Buchvorlage von Sven Regner. Richtig ist Herr Rossi, C. Juhu. So, wann ist das aus den 70er Jahren? 70er, weil ich bin ja mit 76 in den Westen gekommen und da habe ich das dann angefangen zu gucken. Also es muss so Ende so 70er, Anfang 80er. Okay, ich habe es aber meiner Tochter auch auf DVD gekauft. Okay, ja, ich hätte gedacht früher, aber sei es drum. Sie führen 2-1 im Duell Film und Fernsehen, indem Sie sich selbst mit dem Hinweis auf Bastian Pastewka das Leben nicht leichter gemacht haben. Ich mag Sie sehr gerne, also es war jetzt wirklich nur ein Missverständnis. Ja, ich weiß noch nicht, bei Ihnen bin ich noch unentschlossen. Okay. Vielleicht nach der Sendung. Auf ein offenes Wort. 2-1 Führung. Ich muss Sie gar nicht kümmern, wie nett hier miteinander umgegangen wird. Wir bleiben ernsthaft und schauen uns diese Frage an, die vielleicht schon die Entscheidung in diesem Duell mit sich bringt. Nach welchem Film verließ wohl niemand das Kino ohne den Ohrwurm ein Freund, ein guter Freund? Das weiß ich auch. Ein Freund, war das ein guter Freund. Große Freiheit Nummer 7? Oder Wenn der Vater mit dem Sohne? Oder Die drei von der Tankstelle? Jetzt, Bulli. Jan? Ja. Richtig? Würdest du sagen? Ein Freund, ein guter Freund, na klar, logisch, Heinz Rühmann. Ja, sowas weiß ich halt. Das gibt Also gut, das Problem ist nur, er weiß es auch. Ja. Ja. Richtig ist C, Die drei von der Tankstelle. Willi Fritsch, Oskar Kartweiß und Heinz Rühmann. Und für Sie der dritte Punkt und damit der Sieg im Duell Film und Fernsehen. Glückwunsch, zweites grünes Kreuz. Danke. Was für ein Auftakt. Wir sollten anfangen, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dass Sie hier vielleicht einen guten Abend haben. Ja, den habe ich jetzt schon. Für den Fall, dass Sie diesen Geldbetrag, um nicht immer 100.000 Euro zu sagen, mit nach Hause nehmen. Haben Sie eine Idee, was Sie damit machen? Ja, ich möchte etwas Gutes tun, also meinem Nervenkostüm. Ja? Weil ich habe drei kleine Kinder zu Hause im alten Haus. Und Sie möchten sich ein Hotelzimmer dauerhaft mieten woanders? Das wäre Plan B, wenn es mit der Frau nicht mehr funktioniert. Okay. Aber in dem Fall ist es so, ist da eine große Scheune auf dem Grundstück. Mhm. Und die ist ja auch sehr alt, genauso alt wie das Haus. Und da die Kinder das Haus komplett in Beschlag genommen haben, würde ich gerne die Scheune renovieren. Also den ersten Stock. Also als wenn ich Exil sozusagen. Wenn ich sage, meine ich, aber ich brauche Handwerker, weil ich nichts kann handwerklich. Und die kosten eine Menge Geld. Und ich würde gerne den ersten Stock so als Ü18-Raum, Billardtisch, Ruheraum, kein Zutritt für Kinder. Okay, also bevor wir jetzt schon in Kacheln und Tapete gehen, sollten wir vielleicht das dritte grüne Kreuz noch holen. Träumen darf man. Natürlich, und dann werden wir das im Detail diskutieren. Auf geht's zum Zeitgeschehen. Guten Abend und herzlich willkommen, Jan Hofer. Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit dem Quiz-Champion. Heute im Studio Jan Hofer. Wie nett. Ich freue mich ganz besonders, weil
Sie sind ja das Gesicht meiner Kindheit und Jugend, würde ich sagen. Also immer die Tagesschau geguckt und so weiter. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich Sie auch mal so, zumindest auf Distanz, mal kennenlernen darf. Klaus Kleber. Ich vermute, das hat der Hannover schon mal gehört, den Satz. Möglicherweise. Ja. Nach 36 Jahren. Ja, aber wenn so. Die Menschen dir so begegnen, ist es doch wunderbar, ja, oder? Ja, ich finde das ganz toll. Dann kann man auch so, total smart in den Ruhestand gleiten, oder? Also ich habe das Unwort des Jahres für mich benannt. Mhm. Es gibt zwei, Rente und Ruhestand. Okay, alles klar. Und die Krawatte hast du abgelegt seitdem? Ja, in der Tat. Also gelegentlich trage ich noch mal eine, aber ich fühle mich durchaus befreit. Ja, ja, ja. Gut, du hast das ja auch viele, viele Jahre gemacht. Ja. Insofern willkommen im, um das Wort zu vermeiden, das Duell Zeitgeschehen zwischen Jan Hofer und Alexander von Altenbockum beginnt so. Wie heißt ein Forschungszentrum in der Provence, in dem die Kernfusion der Sonne simuliert und nutzbar gemacht werden soll? ITER, DESY oder CERN? DESY, CERN. Du hast noch 3 Sekunden, Jan. Also das CERN ist in der Schweiz. Das hätte ich gedacht, das ist DESY genau. DESY in Hamburg. Okay. Also ihr wisst auch noch alles, was das ist, ja? Also ITER hätte ich ganz tief mal gehört, glaube ich. Aber ich weiß, dass CERN, die machen ja Teilchenbeschleunigung in der Schweiz. Mhm. Und DESY kennen Sie, ich kenne es nicht, aber insofern... Deutsches Elektronensynchrotron in Hamburg. Richtig. Völlig richtig. Und in Zeuthen in der Nähe von Berlin. Ja, da gibt es eine riesige Strecke, die da mit Lichtgeschwindigkeit immer miteinander verbinden. Okay, also richtig ist A, ITER, das International... Okay. Thermonuclear Experimental Reactor oder der International Thermonuclear Experimental Reactor. Ich war übrigens nicht ganz sicher, ob die nicht auch eine Verbindung haben miteinander. Das gibt es ja gelegentlich, weil DESY zum Beispiel hat auch wieder eine Korrespondenz in Deutschland. Also, aber ITER ist schon okay. Ja, beim CERN sind die auf der Suche nach schwarzen Löchern irgendwie. Richtig. Und diese Kernfusion ist ja, die soll ja quasi die neue Energieform werden. Genau, ja. Okay, also Gespräch auf hohem Niveau. Ich bin raus. Es steht 1:1 und es geht mit dieser Frage weiter. Welcher US-amerikanische Feiertag steht im Jahreslauf als erster an? Der Thanksgiving Day, der Columbus Day oder der Independence Day? Thanksgiving? Uiuiui. Das ist... Ich weiß es nicht genau, aber... Also auch Alexander von Altenbockum ist eher kritisch. Vielleicht gute Nachricht zwischendurch. Sie haben das Gleiche genommen. Ach, das wie Jan. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Independence Day, 4. Juli. Mhm. Thanksgiving ist ja Ende Oktober, meine ich. Ja, das ist Herbst. Oder Herbstzeit. Columbus, der sagt mir leider gar nichts. Mir auch nicht, muss ich sagen. Also ist auf jeden Fall vor Independence Day. Dann ist das so? Glaube ich auch. Du hast dich mal wieder zu einer Frage geäußert. Bitte Licht auf Uli. Hätte ich nur nichts gesagt. Wann ist denn Independence Day? Ist mir so rausgeploppt. Ja. 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 Es gibt eine neue Regel, wenn Bulli das so sagt, dann wird es schon nicht stimmen. Ja. Also, Thanksgiving ist im November. Richtig. Letzter Donnerstag, das ist die vierter Tod, Donnerstag im November. Independence Day, hatten Sie richtig gesagt, ist der 4. Juli, also der Tag der Unabhängigkeitserklärung der von 1776. Und der Columbus Day, das ist der Tag, an dem Columbus Amerika entdeckte. Ja. Und der ist am 12. Oktober. Richtig ist also C, Independence Super. Day. 4. Juli. Vielen Dank nochmal für unseren wissenschaftlichen Mitarbeiter, Fachberater. Wenn ich helfen kann. Ich finde es unterhaltsam. Einfach mal. All die anderen Kandidaten, die ja möglicherweise noch in den Genuss kommen, hier vorne bei uns zu sein, auf Bulli habe ich es verlassen. Ja. Ja. So, erste Mal in dieser Sendung heute Abend 2:2 in einem Duell. Oh. Deshalb weise ich kurz darauf hin, wer die nächste Frage alleine richtig beantwortet, hat das Duell gewonnen. Ich habe große Sympathien für meinen Kollegen Jan Hofer, aber hier bin ich immer mit den Kandidaten, das weißt du ja. Genau. So lautet die Frage. Um sich die Reihenfolge aller Bundeskanzler zu merken, hilft die Eselsbrücke, alle ehemaligen Kanzler bringen freitags krosse Rundstücke mit oder samstags knusprige Semmeln mit oder sonntags leckere Schrippen mit.
Ich habe es einfach geraten. Keine Ahnung. Nochmal die Frage. Oftmals lohnt es sich ja, die Frage zu verstehen. Ja. Um sich die Reihenfolge aller Bundeskanzler zu merken. Ja, richtig. Alle. Merken, Merkel, nein, merken. Hilft die Eselsbrücke, alle ehemaligen Kanzler, jetzt habe ich es, bringen, okay. Ja, Adenauer, ja, Erhard, genau. Erhard, alle ehemaligen Kanzler, Adenauer, Erhard, Kiesinger, Brandt, Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel. Ja. Samstags, knusprige Semmel. Aber du hast geraten. Na, ich habe schon versucht, das hinzukriegen, weil ich bin mal von hinten abgegangen. Ja. Also Merkel als letzte Schröder davor, Kohl, und da war mir eigentlich klar, dass es nur das sein konnte. Okay. Viel schwerer. Okay. Wie müsste der Satz weitergehen am Ende des Jahres? Also wer ist der nächste Bundeskanzler? Schwere Frage. Vielleicht. Jetzt könnten wir sagen, Laschet, Söder, Baerbock, Habeck. Scholz, denkt das vielleicht selbst. Ich sag gar nichts mehr. Ja. Bulli, wir brauchen eine Einschätzung. Ja. Ja, ja. Also Mohn wird es nicht sein. Ja. Aber Schmand vielleicht. Okay, oh, verstehe. Gut, richtig ist auf jeden Fall B. Samstags knusprige Semmeln mit Schmidt, Kohl, Schröder, Merkel. 3-3 an der Geschichte von wegen nächste Frage allein richtig, hat sich nichts geändert. Wir probieren es mal mit dieser Frage hier. Weil die Ortsschilder heiß begehrt waren und oft gestohlen wurden, fährt man seit dem 1. Januar 2021 in Österreich nicht mehr nach Kissing, sondern nach Kessing. Oder nicht mehr nach Petting, sondern nach Putting. Oder nicht mehr nach Fucking, sondern nach Fugging. Diese Schilder wurden ja dauernd Hätte ich es fucking aussprechen müssen? Nein. Fucking ist schon in Ordnung, ist ja Österreich. Bitte. Es gibt auch einen Ort, der heißt Möschenfeld. Möschenfeld. Die haben ein ähnliches Problem. Ja, ich verstehe. Gut. Ich mag besonders gern, auf der A7 ist es zwischen Kassel und Hannover. Schlitz. Gibt es einen Ort, der heißt Echte. Und dann steht da Echte 1000 Meter. Oh, ach so. Das ist ein schöner Hinweis. Es gibt im Harz zwei wunderschöne Orte. Der eine heißt Sorge und der andere Elend. Nebeneinander. Sind das Nachbargemeinden? Ja. Ich bin in Sorge. Ja. Ja. Nein, ich komme gleich ins Elend. Ja, genau. Wo treffen wir uns? Also, Fucking heißt jetzt Fugging. C ist richtig. 4-4. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme zum ersten Mal leicht ins Schwitzen. Hier ist die nächste Frage im Zeitgeschehen. Was geschah, kurz nachdem sich Jimmy Wales und Larry Sanger im Jahr 2000 getroffen haben? A. Sie gründeten die Band Coldplay. B. Sie besiegelten die erste Homo-Ehe mit einem Kuss. Oder C. Sie starteten die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Beide haben sich selbst schon mal einen Vorschlag gemacht, aber noch nicht eingeloggt. Mach Druck! Da hab ich doch, oder? Ja, dann mach Druck! Draufdrücken! Hau rein! Also, sieh mal, jetzt aber! Die Show fahrt auf! Die Show fahrt auf! Ihr habt beide relativ schnell C, aber dann nicht. Ja, nur weil er vergessen hat. Vergessen hat. Also, du hättest. Okay, ja, ich habe in seinem Gesicht genieße gesehen, jede Sekunde, die ich hier sein darf und mit ihm verbringen darf. So lerne ich langsam den tieferen Sinn dieser Sendung kennen. C ist richtig. Das sind die Gründer von Wikipedia. So. 5-5. Yay. Wir müssen dieses Duell in einem Stechen entscheiden. In diesem Stechen geht es um Wissen einerseits, aber auch um Schnelligkeit. Ich lese eine Frage vor. Wer glaubt, sie beantworten zu können, drückt. Er bassert sich sozusagen das Antwortrecht. Und dann wollen wir mal gucken, ob unmittelbar die richtige Antwort gegeben wird. Die erste gesprochene Antwort gilt. Die Frage lautet, welche Farbe zeigt der Hintergrund der Europaflagge? Blau. Blau ist die Antwort und das ist richtig. Ja. Bravo. Das hätte ich auch gewusst. Ja. Das war machbar.
Also die letzte Frage war wirklich machbar. Es ist sogar ultramarinblau. Oh, Entschuldigung. Aber wir lassen blau natürlich gelten. Aber wir nehmen zur Kenntnis, dass Jan Hofer das auch gewusst hätte. Jan, schön, dich hier zu haben. Ihnen Gratulation zum dritten Grünen Kreuz. Wir können langsam die Scheune einrichten. keine Frage falsch beantwortet bisher. Bisher alle richtig beantwortet. Mal gucken, wie es bei Literatur und Sprache weitergeht. Sie ist ehrgeizig. Sie verliert nicht gern. Schlecht für sie, denn sie ist jetzt ihre Gegnerin in der Kategorie Literatur und Sprache, Anna Thalbach. Herzlich willkommen, Anna. Das tut es nicht schlecht, ne? Ja. Sie mustert ihr gegenüber erstmal. Oh. Ne? Ich fand ja in dem Einspieler fand ich deine Augenfarbe sehr gut. In echt ist sie aber auch so. Poolblau. Ich, das hat so ein Gegenlicht. Ich kann nicht reingucken. Aber sie sahen sehr, sehr poolblau aus. Fand ich ziemlich gut. Das sind, also ich meine, das ist Terence Hill verdächtig. Ja, aber weißt du, was ich vorhin überlegt habe? Da war ja das mit dem Tiebreak beim Tennis. Ja. Heißt Tie nicht Krawatte? Tie heißt auch Krawatte, ja. Fliege. Dann hast du ja jetzt einen Tiebreak quasi. Ja. Ah, das war das, was ich dachte. Wollte ich nur kurz. Jan ist gerade bei Insta. Loswerden. Ja, ja, ja. Ein jung gebliebener muss das ja machen. Es gibt immer auf den Einladungen, wenn auf den Einladungen steht Black Tie. Black Tie ist dann Smoking. Dann muss man so aussehen wie, ne, und Fliege. Ja, ja, ja. Black Tie. Gut, lassen wir jetzt. White Tie ist Frack. Genau. Weil man da die weiße Fliege. Ja. White Tie and Tiara. Gut. Okay. Wir müssen sich vertiefen. Das Duell Literatur und Sprache zwischen unserer Expertin Anna Thalbach und unserem Kandidaten Alexander von Altenbockum beginnt jetzt. Wenn der Heimweg für Passagier 23 beschwerlich ist und er zugleich das Geschenk hat liegen lassen, sind in diesem Satz drei Ratgebertitel von Eckhard von Hirschhausen zitiert oder drei Buchtitel von Sebastian Fitzek zu finden oder drei Thrillertitel von Stephen King versteckt. Du kannst noch ändern, Anna, aber du musst nicht ändern. Das wissen wir beide. Beide sagen B und sind recht zügig gewesen. Und richtig. Ich hab's, also Hirschhausen habe ich jetzt, der macht ja so Medizin-Ratgeber-Gedöns wahrscheinlich. Deswegen habe ich jetzt, werde ich dann, also einen von beiden. Von Stephen King habe ich tatsächlich sehr, sehr viel gelesen, weil ich Stephen King sehr, sehr mag. Und da konnte ich mich nicht dran erinnern, also habe ich es übers Ausschlussverfahren generiert. Ich habe Passagier 23 auch gelesen von Fitzek. Das ist schon auf höchstem Niveau. Also es ist sehr, sehr krawallig alles, aber irgendwie, man muss immer weiterlesen, immer weiterlesen. Da geht es darum, dass jedes Jahr 23 Leute auf Kreuzfahrtschiffen ungeklärt verschwinden. Mhm. Und da ist, quasi wird so ein Fall geschildert in dem Buch. Genau. Deswegen Passagier 23. Sagten Sie Schund auf höchstem Niveau? Ja, ja. Ah, interessant. Wenn dann demnächst Herr Fitzek hier als Experte sitzt. Gut, da bin ich ja nicht mehr hier. Ja, das ist auch richtig. B ist richtig. Drei Buchtitel von Sebastian Fitzek. Der Heimweg, das Geschenk und Passagier 23. 1:1, nächste Frage. Die da lautet, welche Comicfigur bemüht für seine Flüche gern einmal 100.000 Höllenhunde oder Hagel und Granaten? Ist das Joe Dalton aus Lucky Luke? Oder ist das Meister Röhrig aus Werner? Oder ist das Kapitän Haddock aus Tim und Struppi? Yep. Wiegald weiß es? Ja. Ja. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, klar. Absolut. Anna hat ja europäisch, das ist ja europäisch, französischer Comic, oder? Belgisch. Oder belgisch, Entschuldigung, also französischsprachig, mit Werbe draufgehauen. Es gibt ein unglaublich schönes Tim und Struppi Museum in Brüssel. Da sind diese ganzen Tim und Struppi Welten so aufgebaut. Und so in, das, in die Comics reingehen, das ist ganz bezaubernd. Ich habe es auch gerne gelesen, ehrlich gesagt, Tim und Struppi. Ja, und fand immer, ich fand auch die Haptik dieser Hefte, weil das ein bisschen dickere Seiten waren. Ja, ist halt, Comic ist für mich so die Symbiose zwischen Literatur und Film, weil es ist gezeichneter Film im Prinzip und verbindet Literatur und Film wunderbar. Du redest da begeistert von. Ja, absolut. Schön. Und Sie haben ein bisschen langsamer, ja, aber Sie haben Ausschlussverfahren. Also Lucky Luke habe ich geliebt als Kind. Die Daltons, die haben ja eigentlich eher immer nur den Lucky Luke gejagt und dann nicht irgendwie sonst anders. Und Meister Röhrig aus Werner, der hat doch eigentlich nur so ein bisschen Hamburger Platt da immer irgendwie was von sich gegeben, aber jetzt nicht solche Flüche, nicht, dass ich wüsste. Also deswegen, ich wusste es nicht, aber die anderen beiden konnten es eigentlich nicht sagen. Ja, es ist auch so ein Seemannsgefühl, ja, genau. Natürlich. Alles zulässig als Lösungsweg. Richtig ist C, Kapitän Haddock aus Tim und Struppi.
2:2, alle Chancen. Hier ist die Frage. Wer in Köln mit dem Kürbis Kontakt aufnimmt, hat wahrscheinlich Interesse an einer Reparatur der Kellerbeleuchtung, einem frisch gezapften Kölsch oder einer Beichte samt Absolution. Das war ganz interessant. Jetzt war Herr von Altenbockum schnell und du hast gezögert. Ja, weiß nicht, weiß. Okay, was machen wir da? Da ratet man und da macht man entweder die Melzer-Regel. Ja. Oder man macht das, wovon man am allerwenigsten weiß. Und ich habe tatsächlich von Bier überhaupt keinen Plan, weil ich trinke das nicht. Ja, und dann jeder denn eine halbe Hand. Dann habe ich einfach das genommen, was ich am fremdesten für mich finde. Mit dem Kellerlicht, das sehe ich alles ein. Der Beichte, wenn man in dem Verein ist, macht man das. Deswegen habe ich das genommen. Okay, Verein, meinst du die katholische Kirche? Korrekt. Korrekt. Und Sie haben... Gewusst, ja. Gewusst? Ja, also ich wohne ja in Koblenz, 100 Kilometer von Köln weg. Und ich mache mit meinen Tenniskumpels einmal im Jahr eine Kölsch-Tour. Eine Kölsch-Tour heißt? Eine mittrinken. Tour mit Trinken. Darf ich den Namen des Kölsch-Lokals hier sagen? Oder ich würde dann alle anderen sagen, die ich kenne. Okay, wir gehen ins Frühkölsch. Ins Früh, man kann auch zu Gaffel und zu Päffchen und zum sowieso. Und da kommt der Kürbis und... Da kommt der Kürbis. Und bringt den Ring und dann... Also und Melanie Strich und einen Bierdeckel. So sieht's aus. Sehr schön. Genau, und das Interessante, ja. Und genau, und das Interessante ist, Kürbis, man kriegt immer nach... Ja. Wenn man nicht sagt, stopp. Und den Deckel drauf. Deckel drauf. Also ist Kürbis die Abkürzung für Kölschbeschaffer? Kellner eigentlich. Besorger? Ja. Ich glaube, es ist keine Abkürzung, ich glaube, es ist einfach nur ein Dialekt. Das ist direkt. Kölschbesorger ist gut, das merke ich mir. Ich glaube, das ist die Ableitung. Kölschbesorger. Ich lese mal gerade, was hier alles steht, aber das ist ja so... Es gibt nur Legenden darum, wo der Name herkommt. Lass uns doch bei Kölschbesorger, oder? Richtig ist B. Es geht ums frisch gezapfte Kölsch. Und weil Jan Hofer eben den Hallower Hahn noch reingeworfen hat, dabei handelt es sich nicht um ein Hühnchen. Nein. Sondern um ein Käsebrötchen. Ein Röggelchen und ein Stück Käse. Aber es ist interessant, na, wenn man was weiß, ist die Show auf einmal ganz simpel und einfach. Ja, das ist. Und das hätte, nein, jetzt kein Witz. Also, ich hätte alle drei Fragen jetzt beantwortet. Ich weiß immer deine und du meine. Ja, wir können ja mal tauschen. Lass uns mal darüber nachdenken. Ja. Also, wollt ihr sprechen? Ja, später. Wir telefonieren. Okay, es steht 3:3. Die Sache nimmt eine gewisse Dramatik an, weil wir wollen ja nicht vergessen, dass es für diesen Herrn um 100.000 Euro geht. Ja, die Scheune. Sie haben doch auch eine Tochter, ne? Ja. Da haben Sie auch ein bisschen Mitleid mit mir, dass man bei uns seine Ruhe... Meine Tochter ist halt schon ausgezogen. Ja, aber Sie wissen doch, wie das war noch früher. Die will aber keine Scheune, jetzt spiel weiter. Aber meine Tochter ist auch Internatskind. Ich hatte immer so ein bisschen... Als Sie sagten, Sie haben doch auch eine Tochter, hätte ich es charmanter gefunden, hätten Sie gesagt, die ist dann eingeladen in die Scheune oder so. Das hätte ich besser gefunden, als aber vom Alter her kann die Tochter doch nicht über 18 sein. Wenn ich Sie anschaue, kann die Tochter auf keinen Fall über 18 sein. Sie versuchen sich zu retten. Und dann kommt der 18-Jährige rein. Es ist ein verzweifelter Versuch. Ich möchte keine Teenager-Kinder. Okay, also Freundlichkeiten sind ausgetauscht. Machen wir mit Fragen weiter. Zum Beispiel dieser hier. Welcher dieser fiktiven Ermittler ist von Beruf Polizist? Jack Ryan? Michael Blomqvist oder Kurt Wallander? Tja. Wenn Sie Druck ausüben wollen, können Sie buzzern. Anna wird nicht kann sich umentscheiden, sagt das immer, muss aber nicht. Jetzt halten wir erstmal fest. Wir haben einmal A und einmal C und wir haben keine Frage gehabt, wo so lange nachgedacht wurde. Ja. Jack Ryan doch nicht. Jetzt sagt Jan. Aber sie hat ja gesagt. Ich hätte jetzt zwischen A und C geschwankt. Okay. Ab dann. Schwankten Sie? Oder? Na, also ich konnte auch. Blomqvist ist ja, glaube ich, von diesem Verdammnis. Oder, genau, das die, ist. Ja, und der ist Journalist. Das genau, weiß das ich nicht. Das ist Stieg Larsson. Genau, das ist Stieg Larsson. Aber ich. Also, Wallander habe ich auch nie gesehen. Ich wusste auch nur, dass er Krimi. Das kommt andauernd, aber ich sehe das. Das heißt, Sie haben geraten? Ja. Und du hast auch geraten. Ja. Dann sage ich einfach mal B. Ich kenne nur alle B ist es nicht, da sind wir uns einig. In dem Fall ist es jetzt mal nicht B. Blomqvist, das ist der hartnäckig recherchierende Journalist aus der Millennium-Trilogie von Stieg Larsson. Ja. Dann hätten wir Jack Ryan. Ich kenne nur der ermittelt, allerdings auf eigene Faust, weil er ist Professor an einer Militärakademie. Und das heißt, richtig ist C. Kurt Wallander.
Steine. Kriminalkommissar in der südschwedischen Kleinstadt Ystad. Haben Sie Glück gehabt. Hier hinten sitzen ja, oder das frage ich gleich. Erstmal gratuliere ich Ihnen zum vierten Grünen Kreuz. Große Gratulation. Das ist eine richtig gute Leistung. Kein Ausfall bisher. Da hinten ist die Lounge. Die ist für Champions-Kandidaten. Da geht es dann um 100.000 Euro, also geht hier schon drum. Aber dann warten wir, ob wir noch jemanden finden. Ich oder möchte noch nicht drüber nachdenken. Ah, okay, das ist vielleicht keine schlechte Taktik, weil da ist ja noch was. Namens Wigald Boning. Herzlich willkommen, Wigald. Hallo. Sie müssen ihn nun schlagen, um Quiz-Champion zu werden. Hier ist Erdkunde, hier ist Wigald Boning. Bin ich ganz großer Bewunderer. Sie haben ja auch mal diese clever Sachen gemacht. Ja, das fand ich auch ganz toll. Ich bin ja Chemielehrer und da habe ich auch gerne mal so Anregungen mitgenommen, weil Sie sehr so gerne super Sachen da erklärt haben, muss ich sagen. Also, danke, aber da war nichts dabei, was Sie nicht schon wussten. Oh. Ich ziehe die Frage zurück. Danach wusste ich es. Okay. Ja. Wer weiß schon alles und von Anfang an? Also, es geht um 100.000 Euro und das Duell Erdkunde zwischen Wigald Boning einerseits und Alexander von Altenbockum andererseits beginnt jetzt. Auf der Flagge welches mittelamerikanischen Landes findet sich in der Mitte ein schwarzer Dreizack? Barbados, El Salvador oder Panama? Also, Sie haben ja sehr konzentriert hier drauf geguckt. Das sollten Sie auch beibehalten. Weil wenn Sie das Minenspiel von Wigald Boning, ja, dann wären Sie noch nervöser, weil er hat schon beim Vorlesen der Frage so genickt. Ja. Hat eigentlich nur noch gewartet. Das ist eigentlich nur psychologische Taktik. Ja. Aber dann habe ich gesehen, er guckt mich gar nicht an. Ich habe versucht, die Flaggen vorzustellen. Ich habe die Augen zugemacht, dann mir die Flaggen vom Geist. Also, Panama weiß, hier sind zwei Farben einfach nur. Ja. El Salvador, aber ich meine, Barbados, da so ein kleines Ding da irgendwo in der Mitte. Ja, ich hatte mal so ein Stickerheft als Kind mit allen Flaggen der Welt. Ja, im Kinderzimmer überall hingeklebt. Aber meine Kinder haben das jetzt gerade. Ach, tatsächlich? Ja, ja, dieses vielleicht war ich hier und Sie wollen die Kinder aus der Scheune raushaben? Die führen Sie hier zum Quiz-Champion. Also, ich habe auch überlegt, ich spiele ja auch immer so ein bisschen mit und denke, ich wusste nur, mit der panamesischen, es gibt irgendeine Flagge, die sieht von zwei Seiten unterschiedlich aus. Da, und ich wusste nur, mit Panama ist irgendwas Besonderes, aber das war was anderes. Zwei Farben sind das. Ach, zwei Farben. Also die Rückseite der Flagge sieht anders aus. Ist anders als die Vorderseite. Gibt ein Land. Ich weiß nicht welches. Sie können es reinrufen. Sagen Paraguay. Sie. Bitte? Paraguay. Paraguay. Aha. Panama, Paraguay. So. Ah, ja. Das, also hätte ich schon mal falsch geantwortet. Gut. Ja. Machen wir es kurz. Barbados ist richtig. Ja. Aus dem Volk, mit dem Volk, für das Volk. Das sollen diese drei Zacken auf der Flagge bedeuten. 1-1, Plattformstart für beide in dieses für Sie sehr entscheidende Duell. Nächste Frage. Steht auf dem Kfz-Kennzeichen eines US-amerikanischen Autos der Zusatz Garden State? So kommt dessen Besitzer wohl aus New York, New Jersey oder New Mexico. Yes. New York, ja, Jan weiß Bescheid. New York, Empire State. New Mexico, Land of Enchantment. So nämlich. Florida könnte ich noch. Sunshine State, glaube ich. Ja. Richtig ist New Jersey, Garden State. Ja. Da kann man jetzt eine Verbindung ziehen, weil der. Es gibt einen Film, der heißt Garden State und der spielt in New Jersey und der Hauptdarsteller ist der Hauptdarsteller von Scrubs. Ja, das ist ja zu kompliziert. So, aber wir versammeln uns noch mal ganz kurz, weil unser Kandidat Alexander von Altenbockum, 45 Jahre jung, aus Koblenz, Realschullehrer, verheiratet und selbst bei genauerem Nachzählen drei Kinder, hat bislang 4 von 5 Duellen gewonnen. Im 5. Duell, Erdkunde, gegen Wigald Boning oder mit Wigald Boning, steht es 2-2. Wer die nächste Frage in diesem Duell alleine richtig beantwortet, entscheidet das Duell für sich. Was für Sie ein bisschen die Entscheidung zwischen Wohl und Wehe ist. Anders kann man es nicht sagen. Mhm. Oder beide richtig, dann geht's weiter. Essen wir noch ein bisschen weiter. Und mit allem Respekt, wenn ich das noch mal sagen darf,
Sie haben bislang jede einzelne Frage alles richtig beantwortet. Alles. Das ist, das schon, ist wirklich das ist außergewöhnlich. Ja, ja, ja. Das ist außergewöhnlich. Jede. Ja, das ist, es ist ein bisschen wie beim Tennis hier. Man muss einfach den letzten Punkt machen. Ja, ja. Aber die Geschichte ist ganz einfach. Ich find das auch unheimlich beruhigend, dass er alles gewusst hat. Ja, also für dich auch. Ja, genau. Okay, aber wir haben die Ernsthaftigkeit der Situation verstanden und schauen mit gesteigertem Interesse auf diese Frage. Rund 14.400 Kilometer misst die Entfernung per Luftlinie zwischen York in Großbritannien und New York in den USA. Oder zwischen dem magnetischen Nordpol und dem magnetischen Südpol. Oder zwischen der Weihnachtsinsel und der Osterinsel. Boah. Oh, wir haben eine Entscheidung. Wir haben eine Entscheidung. Yes. Dann wird er es wissen. Ich nehme an, er weiß es. Nee, ich weiß das überhaupt nicht. Also A ist wahrscheinlich zu nah aneinander, ne? England, USA. Ja, das ist zu nah. Also A war schnell raus. Ja, das 6.000. Ja, das hätte ich auch. Aber, also auf keinen Fall 14. So, und dann habe ich mir versucht, so einen Globus vorzustellen. York, New York, so diese Linie. Und jetzt habe ich den mal umgebogen und versucht, irgendwie zu platzieren zwischen Nordpol und Südpol. Das kam mir ein bisschen kurz vor. Selbst die doppelte Länge von 6.000 wäre ja 14.000 dann. Obwohl, das würde sogar passen. Jedenfalls, Weihnachtsinsel könnte ich jetzt überhaupt nicht zuordnen, ist aber eher nördlich. Osterinsel ist ja ganz im Süd. Ich glaube, wir sind gleich ein Ozean, weiß ich nicht. Vielleicht. Also Osterinsel sagt man noch immer, das ist das am weitesten weg von irgendwas. Richtig. Vor allen Dingen auch von der Weihnachtsinsel, hoffe ich. Da würden ja 14.000 Kilometer schon reichen. Richtig. Ja. Also das mit diesen, mit Nordpol und Südpol, die Erklärung, dass du praktisch das Stück genommen hast, weil auf einem Globus rund ist doch York, England, und New York ist doch nur ein paar Zentimeter nicht auseinander. Weit. Ja. Ist nicht weit. Ja. So, dass wenn du dann sagst, das so rum, Nordpol, Südpol. Ja. Und da sagst du, selbst das Doppelte würde nicht reichen? Ja, sag ich jetzt so, aber Gott, wir stehen ja alle unter Druck hier. Ich weiß es natürlich nicht. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, komme ich natürlich wieder ins Schwanken. Zumal ich ja überhaupt nicht weiß, wo die Weihnachtsinsel ist. Was weiß ich, es wird nicht in der Nähe von Mallorca sein. Ja. Dann hätten wir schon mal einen Abstecher hingemacht. Das ist eine Referenz, ja. Okay. Ich erzähle mal eine Geschichte aus der letzten Sendung. Da hatten wir einen Kandidaten, der hat im fünften Duell in der allerletzten Frage, in der allerletzten Frage. Was gegen dich, Anna? Ich weiß es gar nicht mehr. Bestimmt. Ja. In der allerletzten Frage daneben gelegen. Ja, kann passieren. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Aber das ist auch Spiel. Kann es ist ein passieren. Spiel. Es war aber ja in der allerletzten Sendung, so wie ich es verstehe. War nicht jetzt. Ja, nee, das war in der letzten Sendung. Ja. So. Ja. Und es ist, also, ich mache meinen Job manchmal eher ungern. Zum Beispiel jetzt, weil Geschichte wiederholt sich. Richtig ist C, Weihnachtsinsel und Osterinsel. Und deshalb geht der Punkt an Wigald Boning. Und Sie, lieber, ich sage sogar verehrter Herr von Altenbockum, Sie müssen sich irgendwie mit Ihren Kindern gut stellen. Weil ja, hilft nichts. Aber vielleicht hilft's was. Ich mag sie. Ja. Die Ironie kommt da doch wieder raus. Nein. Alexander, ich sage jetzt mal was. Wir sagen ja immer so, das ist das härteste Quiz Deutschlands. Ja. Und manche sagen, na ja, das kann man ja so dahin sagen. Jeder, der diesen Moment jetzt miterlebt hat, wird möglicherweise nachvollziehen können, was wir damit meinen. Es ist ein hartes Quiz. Sie sind ein super Kandidat. Sie haben unglaublich viel gewusst. Und Sie haben den Respekt von uns allen. Und sicherlich auch von sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Zuschauenden, wie man heute sagen würde. Und auch den Respekt Ihrer Kolleginnen und Kollegen da oben. Danke, vielen Dank. Das mag Sie nicht sehr trösten, aber für den Moment helfen. Danke, dass Sie mitgespielt haben. Dankeschön. Schön, Sie hier zu haben. Hat trotzdem Spaß gemacht. Das finde ich auch. Grüße nach Koblenz. Dankeschön. An Ihre Schülerinnen und Schüler und natürlich an die Frau und an die Kinder. Rückwärts, Vorsicht, Stufe. Danke. Ihr Wissen und unsere Fragen passten nicht zusammen. Das höchst explosive Gemisch katapultiert Sie jetzt raus aus unserer Show. Schade, alles Gute. Alexander von Altenbockum. Das Leid des einen ist die Chance des oder der anderen. Hier ist der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin.
Mein Name ist Barbara Schröder, ich bin 40 Jahre alt, wohne in Bonn und arbeite hier in der Oper im künstlerischen Betriebsbüro. Mit 8 Jahren stand sie erstmals auf dieser Bühne in Bonn. Heute organisiert sie eine Vielzahl der künstlerischen Abläufe im Haus, erstellt Probenpläne und koordiniert das Vorsingen neuer Künstler. Und wenn dabei mal was schief geht? Dann bin ich schuld. Kommt aber nicht oft vor. Das findet mein Chef auch. Es gibt eigentlich nichts, was im künstlerischen Bereich Barbara nicht kann. Sie hat hier gearbeitet als Spielleiterin, als Regieassistentin. Eine solche Person am Haus zu haben, ist das große Los. Das große Los gezogen hat auch Barbara Schröders Familie, denn auch hier spielt sie ihr Organisationstalent aus. Meine Tage sind sehr voll und deswegen habe ich mir für alles, was ich tue, einen zeitlichen Rahmen festgelegt. Zum Beispiel Frühstück von bis Uhr, wann ich Mittag esse, wann der Bus abfährt, wann mein Kind ins Bett muss. Und jetzt treffe ich mich mit meiner Kollegin Friederike. Barbara ist ziemlich zielstrebig und immer wenn sie irgendwas neu wissen möchte, dann gräbt sie sich ins Internet ein und recherchiert alles ganz genau. Wenn es einer verdient hat, Quiz-Champion zu werden, dann ist das auf jeden Fall Barbara. Ich werde Quiz-Champion, weil ich die Experten einen nach dem anderen abarbeite. Dann begrüßen wir sehr herzlich Barbara Schröder. Frau Schröder, wie gern würde ich Ihnen die Hand reichen? Beim nächsten Mal. Aus Bonn. Ja. Aus meiner Heimatstadt. Aus Godesberg. Sogar aus Godesberg. Aus Godesberg. Okay. Mein Heimatdorf hätte ich beinahe gesagt, aber das hören die Godesberger nicht so gerne. Aber das Stadttheater, wo Sie arbeiten, also ja, die Oper, das waren meine ersten großen klassischen Musikerlebnisse. Das freut mich. Da habe ich Opern gesehen und so weiter. Das, die Entführung aus dem Serail war die erste. In welcher Zeit? Ja, das kann ich Ihnen sagen. Das war Mitte der 70er Jahre. Gut. Mitte der 70er Jahre und es gab einen Pedrillo, glaube ich, der eher Amerikaner war und der immer mit der heißen Kartoffel im Mund gesungen hat. Ja. Aber es war sehr schön und ich habe das Habi will ich triumphieren, könnte ich heute noch zumindest sprechen, singen, da verschone ich mal alle. Liebe Frau Schröder, Sie wissen, ja, hier ist diese kleine Geschichte. Wir machen eine kleine Rochade. Genau. Ja, genau. Rochade, oh. Schön. Schachbegriffe werden hier eingeführt. Sie können mich gut verstehen, jawohl, also gut hören, akustisch. Jawohl. Und Sie wissen, dass Sie innerhalb von 60 Sekunden 7 Fragen richtig, ich will es noch nicht mal Hürde nennen, es ist noch nicht ein Stöckchen, was da liegt. Wir begleiten Sie. Das Duell mit Barbara Schröder beginnt jetzt. Kain und Abel sind in der Bibel die Söhne von Adam und? Eva. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Wien. Richtig. Die Spielfiguren im Schach sind aufgeteilt in die Farben Schwarz und? Weiß. Richtig. Welcher Lügenbaron reitet laut eigener Aussage auf einer Kanonenkugel? Münchhausen. Richtig. Das Rote Meer liegt zwischen den Kontinenten Asien und? Europa. Nein, Afrika. Bei welchen Tieren heißt eine bekannte Rasse Lipizzaner? Pferde. Richtig. Eine bekannte Richard-Wagner-Oper heißt die Meistersinger von? Nürnberg. Richtig. Welches Tierkreiszeichen wird in Horoskopen häufig mit Pfeil und Bogen abgebildet? Schütze. Richtig. Bei welchem? Na, hallo, Frau Schröder. Bitte sehr. Müssen Sie nicht vorgehen? Ach so, ich muss so. Ich wollte wenigstens einer, der hier aufpasst. Frau Schröder, wissen Sie, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ich wollte mich verhalten wie in der Oper beim Applaus. Wenn die Solisten, die männlichen Solisten bleiben stehen und lassen den weiblichen Solisten so den Vortritt. Ja. Auch dieses dürfen wir im Moment natürlich leider nicht. Ja, aber ist doch richtig. Das ist richtig. Eigentlich ja, ist doch, ne? So. Ja, wollte einmal galant sein, tja, wieder nichts. Ja, 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 ja. Nach Corona wieder. Nee, ganz genau, alles zu seiner Zeit. Sie haben gelernt, in dieser Sendung geht es nur darum, dass man die letzte Frage richtig beantwortet. Das ist eigentlich, bis dahin ist egal. Extrem wichtig, ja, genau. Schön, Sie hier zu haben. Und ich freue mich, dass wir auch ein bisschen plaudern über Musik, über klassische Musik, über meinetwegen auch über Bonn und gern über Bad Godesberg. Im schönen Bad Godesberg. Und wir müssen nur vorher eben oder so nebenbei auch so ein paar Fragen. Ja. Sie wissen. Also, auf geht's. Zufallsgenerator ab. Zeitgeschehen. Oh. Mehr als 35 Jahre bei der Tagesschau. Zeitgeschehen im Fernsehstudio beim nächsten Duell gegen Jan Hofer.
Freut mich sehr. Frau Schröder, Herr Hofer, Herr Hofer, Frau Schröder. Legen wir gleich los, oder? Ja, hilft ja, ja nichts. Aufgeregt? Sehr. Ach so. Okay, aber das da vorne ist doch immer das Schwierige. Ja, sagen wir so, Zeitgeschehen ist jetzt nicht die Lieblingskategorie, aber es wird sie bestimmt gleich sein. Ja, okay, das ist auch eine Herangehensweise. Versuchen wir es mal. Das wäre Zeitgeschehen. Zwischen Jan Hofer und Barbara Schröder beginnt so. Forscher der Universität Leipzig haben festgestellt, dass während der letzten 20 Jahre in Deutschland A. die Babys immer früher laufen lernten oder B. die Stimmen der Frauen deutlich tiefer wurden oder C. die Körperbehaarung der Männer stetig abnahm. Och Gott, was hat das mit Zeitgeschehen zu tun? Ja, wenn es doch in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert ist, ist also das Zeitgeschehen. Ich hätte jetzt getippt, dass alles drei. Ja, stimmt. Irgendwie. Ja. Okay, dann. Also ich bin einfach mal auf der Rateseite. Wir haben ein B und ein C. Haben Sie geraten? Ja. Also, Melzer-Regel, vollkommen. Wirklich, ja? Es ist wirklich, die Babys immer früher laufen lernten. Meine Tochter hat mit 10 Monaten angefangen zu laufen. Das ist rechtzeitig. Das ist rechtzeitig, aber auch, ja, auch vollkommen egal. Das ist ein bisschen egal, das ist ja für spätere Leben eigentlich eher egal. Ja. Körperbehaarung stimmt, das ist der nett, dass Sie das sagen, weil die Eltern machen sie immer so verrückt. Meiner konnte schon mit 9 Monaten. Ja. Meiner krabbelt noch und ist schon 12 Monate. Das ist voll egal, weil die laufen das Leben lang. Irgendwann eh alles, ja, ja. Alles aus. Irgendwann laufen sie alle. Ja, ja. Körperbehaarung der Männer stetig abnahm. Sonst würden sie doch da nicht stetig nachhelfen, oder? Ja, ja, genau, das ist ja die Frage. Das wäre bei mir die Frage gewesen. Ich bin sicher, dass sich mehr Männer an mehr Stellen rasieren in den letzten 20 Jahren. Ja, eben, das glaube ich. Mehr genau. Das ist ja nicht die Frage. Ich glaube, es geht um den natürlichen Haarwuchs, oder? Hättest du, genau, dann wäre... Das hat ja keine evolutionären Auswirkungen, ob man sich jetzt viel rasiert oder nicht. Ja, oder? Wer weiß. Nee, aber die Frage ist ja, die Körperbehaarung hat abgenommen. Heißt das, sie ist aber nicht natürlich man, weniger ja, oder durch keine. Rasur? Ja, natürlich. Natürlich weniger. Es geht nur natürlich ja, weniger. Natürlich. Ja. Du hast volle Haarpracht, wie ich sehe. Ja, ja, aber ich stelle fest, dass immer mehr Männer, der jetzigen Haarmode kommt das sehr zu Pass, dass man die ganz kurz trägt, weil dann sieht man die Lücken nicht so. Ach so, okay. Ich habe den Eindruck, dass viele Männer sozusagen hier vielleicht, egal, aber doch hier mehr. Also ja, je weniger die Bärte oben im Kopf haben, die ja. Insgesamt auch also Rücken. Mein Opa hatte eine starke Rückenbehaarung. Können wir das Thema wechseln? Ich habe wenig Rückenbehaarung, aber das ist jetzt genetisch aber, kein verlässlicher Hinweis darauf. Aber das Interessante ist ja, dass mit zunehmendem Alter die Haare plötzlich, also zumindest bei Männern, da auswuchern, wo man sie am wenigsten braucht. Also in den Ohren, in den Nasen, oben gehen sie weg, es ist woanders ein kommen Ärger, sie raus. Es ist also ein Ärgernis. Ist das, ich glaube ja, ich, wenn ich was dazu sagen darf. Ja, wir wünschen uns das. Ich glaube, es ist A. Ja, gut, wirklich. Können wir ausschließen. Weil ich glaube, das wirklich, kann sein. Ja, ich glaube wirklich, also dass ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es an Ernährung. Ernährung? An Hilfsgeräten, an Spielzeug, an aber whatever. Aber die bewegen sich doch weniger. Und wenn die mein, Eltern, mein Sohn, die, der die hat die zum Eltern Beispiel nicht gekrabbelt. Zu Hause mit der, ist nicht, der ist nicht gekrabbelt. Der, also der Wer? Hat, mein Sohn, okay. Also vor gleich losgelaufen. 10 Jahren. Ja. Der ist, der wollte weg. Der ist gleich gelaufen. Der ist gerobbt wie so ein Marine. Meine ist im Schneider. Plötzlich stand er. Ja, ja, meine auch. Ja, und hochgezogen an irgendwelchen Regalen. Dazwischen war nichts mehr. Okay. Also das, vielleicht hat sich die Evolution dabei was gedacht. Ich weiß es nicht. Aber die Stimmen der Frauen? Die Stimme der Frauen, dass die nur tiefer werden, also das... Das kann ich weiß nicht. Ich nicht. Wenn ich an so das genau... Das kann ich nicht bestätigen. Frau Schröder, Sie haben auch, wir wollen ehrlich sein, Sie wissen es nicht. Das ist korrekt, ich weiß es nicht. Ja. Und wieso haben Sie sich dann für B entschieden? Weil ich mir gedacht habe, dass so Forscher... Aber es gibt, also, sie erforschen ja alles. Also es gibt bestimmt auch eine Forschergruppe, die Männer einbestellt. Aber da war ich irgendwie so bei Forscher der Universität Leipzig. Okay, Audio, irgendwelche Studiengänge, wo es um Akustik oder um Audio, viele Dinge. Ich habe es geraten. Okay, dann haben wir zweimal geraten. Und ich sage, B ist richtig. Wow. Die Stimmen der Frauen sind deutlich tiefer geworden. Aha. Und ich will auch sagen, woran es liegt. Ja. Tiefe Stimmen, also das ist die vermutliche Ursache, ganz genau weiß man, aber vermutliche Ursache, das Rollenbild hat sich geändert. Und eine tiefe Stimme signalisiert Kompetenz.
Und Frauen sind heutzutage selbstbewusster, sind beruflich erfolgreicher, verdienen zwar noch nicht genug, aber mehr als früher. Und das zeigt sich dann in der tiefen Stimme, die schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und dann ist sie, wo soll das denn hinführen? Ja, irgendwann, hallo, hier ist Frau Meier, kann ich mal meinen Mann sprechen? Das ist ja, aber ich frage der Mann. Ja? Ja, aber ich frage mich natürlich, ist die Stimme wirklich tiefer geworden oder sprechen die anders? Na, okay, also es ist festgestellt worden, noch vor 20 Jahren, war der Stimmunterschied ungefähr eine Oktav. Wir kommen wieder in Ihr Metier, also 8 Volltöne. Sind das Oktav? Ja. 8 Volltöne. Ja, 8 Volltöne. Und mittlerweile ist es nur noch eine Quint. Also ja, ein bisschen aber mehr als die Hälfte. Sind die Männer heimlich höher geworden? Haben die Leipziger das erforscht? Wir werden mit den Leipzigern sprechen. Ich würde das noch mal eruieren. Die Leipziger haben ja viel geschafft in den letzten Jahrzehnten. Dann freuen wir uns auf den ersten Stimmbruch bei Frauen. Okay. So was gibt es, glaube ich, tatsächlich. Aber nicht in dem Ausmaß wie bei Männern. Okay. Ja. Ich empfinde es gerade als relativ dünnes Eis, ja. Wissenschaftlich. Ja. Wir vertrauen der Uni Leipzig. Okay. Also, Punkt für Barbara Schröder. Guter Start in dieses Spiel. Und so geht es weiter. Fiorello LaGuardia, Robert F. Wagner Jr. und Ed Koch. So heißen 3 der bisher 109 US-Astronauten, die es ins All geschafft haben. Oder Bürgermeister von New York City. Oder Präsidenten der US-Notenbank Fed. Ja. Ja. Bürgermeister von New York City. Wenn jetzt Bürgermeister von New York City kommt, dann nehme ich die. Ich glaube, Herr LaGuardia, nach dem ist der eine Flughafen benannt. Genau. In New York. LaGuardia, das wäre das einzige, International Airport. War der einzige, der mir was und sagte. Die anderen heißen JFK heißt der und der dritte ist ja in New Jersey. New Jersey, ja. Es ist Newark. Newark. Ja? Ja. Newark, genau so heißt er. Okay, richtig ist Bürgermeister von New York City. Bei Newark, der in New Jersey ist, ne? Der 109. und aktuelle heißt? Ist ja gar nicht gefragt, es gibt doch keinen Zusatzpunkt. Bloomberg war der Vorgänger. Ja. Bill de Blasio. De Blasio. Bill de Blasio. Okay, 2-1 Führung für Barbara Schröder. Vielleicht gibt es die Entscheidung schon mit dieser Frage. Vor genau 25 Jahren vergossen Millionen von Menschen viele Tränen, denn im Februar 1996 gaben Take That ihre Trennung bekannt. Kam der Film Titanic in die Kinos? Oder heiratete David Beckham seine Victoria? 96? 1996, ja. Ja, du musst jetzt antworten. Letzte Sekunde. Hey. Zack. Ach, das. Ja. Das war eine Antwort in letzter Sekunde. Du hast dich per Zufall für B entschieden. Okay, ja. Man muss ja auch nicht alles wissen. Und aber das ist jetzt was, das frage ich mich, warum ist das jetzt hier? Also das Titanic ist doch, das war 94, das gehört doch hierher. Ja, 97, was ist denn das für eine Zeitgeschehen-Frage? Also, Entschuldige. Weil du jetzt denkst, ja, B ist richtig. Genau. Ja, okay. Aber wenn es jetzt zum Beispiel David Beckham wäre, dann... Das weiß ich nicht, nein. Dann hätte es ja mit Film nichts zu tun. Ich weiß, dass es nicht Take That war, weil Take That, da habe ich damals noch Radio gemacht, das muss 94 gewesen sein, 93, 94. Und das war im Radio, in unserer Morgenshow, ein Riesenthema. Und ich habe die ganze Zeit nur Take That-Songs gespielt. Okay, also dann würde ich sagen... Take That haben sich getrennt, haben ihre Trennung bekannt gegeben am 13. Februar 1996 in einer Pressekonferenz. Bitte? So, siehst du. Da habe ich aber kein Radio mehr gemacht. Wie kommt ja, das? Ja, das es ist im Juli 95 hat Robbie Williams Take That verlassen. Ja. 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 Entschuldigung, ich bin Jahrgang 80. Da war ich 15. Sicher? Ich hatte wirklich. Wann war denn Titanic? Ich wirklich leid. Ich kann auch nur sagen, Frau Schröder hat eben den Buzzer durchs Pult gehauen. Ja, ja. Ich meine, wann warst du bei mir? Ja, Wiegald war ja mal bei mir. Sofort bei A. Ja, natürlich. Und da war ich bei dir. Wiegald war bei mir damals in der Radio und wollte unsere Kabel durchschneiden. Wir waren beide bei A. Ja. Warum denn Kabel durchschneiden? Wiegald hatte schlechte Laune, weil er auf einer Promotour war und wir waren der letzte Radiosender. Richtig. Und dann war er so schlecht gelaunt. Und die Promotour der Doofen zu der Zeit war Take That Not. Und bis heute dehnen sich die Doofen ein, zu jeder Trennung beigetragen zu haben. Oh, wirklich? Ja. Okay. Oh, jetzt geht's. Okay. Ja. Okay. Und schönen Gruß an Olli. Ja, das ist sehr. Ja. Ja, also insofern, wenn das ja, so aber, ist, dann sag ich natürlich aber ist doch hier sehr stabiles Wissen, was passiert. Ja, 13. Februar 96, Geburtstag von Robbie Williams, noch tragischerweise.
der ja da schon nicht mehr dabei war. Und ich weiß, dass ein Journalist Wahnsinn. Auf der Pressekonferenz war. Ich habe weinend im Fernseher gesessen. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ja, ich hab das letzte Mal geweint, als David Beckham geheiratet hat. Vielleicht ist das wüsste ich zum Beispiel nicht, wann das war. Titanic war 97, aber Beckham und Victoria... Weil er dann vom Markt Titanic ist oder war 97? Ja. Jetzt krieg ich's mit der Angst zu tun. Titanic war 97, oder? Ja, später. Nein, es war sogar Januar 98. Titanic. Ja. Wow. Aber das mit Take That, das stimmt alles. War ist richtig. Punkt für Barbara Schröder. Buzzer hält und erstes grünes Kreuz. Dritter Punkt im Duell. Und wir wandern gleich weiter zu Literatur und Sprache. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Sortieren Sie Ihre Buchstaben für das Duell in Literatur und Sprache gegen Anna Thalbach. Aber er hat jetzt Buchstaben vergessen, oder? Das waren nicht alle. Mir persönlich ging das zu schnell. Hallo, freut mich sehr. Mich auch. Ich freue mich sehr. Ich kenne Ihre Stimme deutlich besser. Ich würde natürlich Ihr Gesicht auch unter allen erkennen, aber Ihre Stimme kenne ich doch deutlich besser. Meine Tochter liebt den kleine Gespenst-Film über alles. Das haben wir bestimmt schon 15 Mal gesehen. Darf ich fragen, wie alt Ihre Tochter ist? Fünf Jahre jung. Okay. Ist das ein Film, der ab 12 freigegeben ist, oder können wir das durchgehen lassen? FSK minus null. Kann man schon im Bauch gucken. Am Ende bekommt sie ein bisschen Angst. Aber das mögen Kinder. Ja, eben. Dann sage ich immer, soll ich ausmachen? Nein, man muss schön. Nur bei ihnen bleiben. Aber die Angst genießen sie dann auch. Das da erzählen sie noch Mama. Tage davon, vom Gruseln. Ja. Guck mal, wir lernen wir fürs Leben hier. Die Dosis macht das Gift wie immer. Ja, das ist möglicherweise richtig. Wenn man mit klassischer Musik zu tun hat, dann hat man ja durch die Libretti und so auch mit dem Wort zu tun. Ich habe aber beim Einspieler gesehen, Sie haben sehr viele Bücher in Ihrer Wohnung, was ich liebe. Also ich fühle mich bei Menschen zu Hause, die viele Bücher haben, sehr, sehr wohl. Ich finde das auch immer schön, nach Hause zu kommen und dann ist so der erste Gang, geht auch daran vorbei. Und dann Sie lesen auch echt wahnsinnig gern. Ja, ich lese sehr gerne. Man kommt leider nicht so oft im ausreichenden Maße dazu. Okay, komm, spielen wir weiter. Literatur und Sprache zwischen Anna Thalbach und Barbara Schröder beginnt mit dieser Frage. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, lautet ein berühmtes Zitat aus dem Gedicht Stufen von Erich Kästner, Thomas Mann oder Hermann Hesse. Ja, das ist das. Das stimmt, das machen wir mal kurz. Hermann Hesse ist richtig. Punkt für beide. Nächste Frage. In welchem der folgenden Wörter findet der passionierte Linguist gleich zwei stimmlose, uvulare Frikative? Ist das was aus Hawaii? Frikulare. Hang loose. Also, in welchem der folgenden Wörter findet der passionierte Linguist gleich zwei stimmlose, uvulare Frikative? Na, zeig mal die Frikadelle. In dem Wort Borscht. Oder in Angstschweiß oder in Fachbuch. Stimmlose, uvulare Frikative. Ja, wir wissen es ja beide nicht. Ja. Dann lassen wir es einfach geschehen. Also der Borsch ist ja eine Suppe, oder? Korrekt. Eine rote Beete-Suppe. Eine rote Beete-Suppe, sehr lecker. Kommt eigentlich alles rein, deswegen ist es nicht überall lecker. Aber ist es eine russische Spezialität? Korrekt, Konfekt. Borscht. Was ist da stimmlos? Ist das Sch, hätte ich jetzt gesagt, bei Angst, Schweiß. Was heißt denn uvular, wenn wir mal... Erkläre ich einander mal. Beim Zäpfchen. Heißt Zäpfchen Uvulus? Ich habe keine Ahnung. Das kann sein. Aber uvular. Ich habe an was ganz anderes gedacht, an eine völlig andere Körperregion. Und ich möchte davon nicht erzählen. Ich wollte jetzt nicht ordinär werden, weil vielleicht gucken ja auch Kinder zu. Und ich auch nicht. Genau, das streichen wir. Aber es ist ja interessant, dass wir alle überhaupt nicht Bescheid wissen. Was das also ist. Ich hätte eine Vermutung. Ja, bitte. Ja, das also finde ich gut. Es geht ja um stimmlos. Also stimmlos vielleicht, also dass man sozusagen das R bei Borsch, also das R nicht, und das T.
Und das, und das spricht das Umlaute gar gleich mit. Kommt, weil es nicht rrr oder nichts mit dem rrr zu tun hat. Oder so. Vielleicht ist es ohne das. T, aber dann sagt man also eigentlich Bosch. Ja, man sagt doch eigentlich Bosch. Man sagt ja, ja nicht Bosch. Also so spricht, so bestellt man das nicht. Also vielleicht, wenn man betrunken ist. Also bei den anderen Wörtern. Spricht ja quasi nicht mit. Also Uvula, das möchte ich mal sagen, heißt mit dem Zäpfchen gebildet. Ja, also doch. Also okay. Ja, rr oder ach. Dann ist es C richtig. Mit dem, bitte? Dann ist er vielleicht C richtig, weil vielleicht mehr ist Zäpfchen C richtig. Als bei Bosch. Bosch. Aber kein Zäpfchen. Ja. Was heißt denn Frikativ? Könnt ihr mir das auch noch sagen? Ist das nicht irgendwas wie ein Reibelaut oder sowas? Ja. Also das ist eine vegetarische Roulette. Ich auch, deswegen habe ich Bosch genommen. Friktion, Reiben. Aber Fach. Haben Sie Frikativ? Sie haben das offensichtlich also schon mal gehört, das Wort. Ich habe das schon mal gehört, stark. Ja. Richtig ist C. Oh. Punkt für Barbara Schröder. Sehr gut. Wow. Okay, also Frikativ. Ich habe schon wieder vergessen. Und man kann sagen, ich habe schon wieder. Okay, wenn Sie mich nachher noch mal gerne erinnern können. Ich probiere einfach beim nächsten Mal Frikativ Rot-Weiß zu bestellen. Mal gucken, was dann kommt. Ja, Hühnerfrikativ. Hühnerfrikativ ist auch cool. Sehr gut. 2-1 für Barbara. Und so geht's weiter. Welche Kinderbuchfigur findet? Ui, das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Das Sams? Pumuckl? Oder die kleine Hexe? Nee, oder ist das der? Der? Upsi, da hat Anna aber jetzt ein bisschen gewackelt. Ich wusste es nicht mehr genau. Was? Also, kleine Hexe reimt nicht. Pumuckl, aber weißt du, das ist jetzt so wie vorhin, ne? Weil du die Filme gesehen hast. Deswegen sage ich, Mensch, das muss man doch wissen. Das weiß ich nicht. Eine ganz fiese Sendung ist das. Aber Frau Rosenkohl ist innenhohl, sagt er doch auch da, wenn Frau. Das Sams reimt doch auch. Das Sams reimt, ja. Aber also, du bist aktueller, deine Kinder sind wahrscheinlich kleiner als meine. Vielleicht ja, bist fünf, du da mehr im Thema gerade. Also, Pumuckl singt auf jeden Fall in seinem Red und. Was sich reimt, ist. Dann wird das wohl stimmen, oder? Ja. B ist richtig, Pumuckl. Und das Duell geht an Barbara Schröder aus Bonn-Bad Godesberg. Die Stimme war Hans Clarin, oder? Ja. Pumuckl-Stimme, Gustl Beyerhammer-Geschichten. Ja, Hans Clarin hat ja Pumuckl und Huibu. Oh, das heißt, er war ein ganz großer. Ja, also deswegen, ich weiß das wirklich. Und ein angenehmer, Platten und angenehmer Zeitgenosse. Ja. Hans Clarin. Okay, richtig beantwortet. Duell gewonnen. Dann machen wir doch sozusagen nebenher Erdkunde. Ja. Er kennt die Erde besser als Sie ihren Vorgarten. Das Erdkunde-Duell gegen Wiegald Boning. Freut mich sehr. Auch ein Held meiner Tochter. Ach, tatsächlich? Ja. Ich darf gar nicht sagen, warum, weil ich glaube, dass es für kleine Kinder überhaupt nicht geeignet ist. Wieso, wir hatten mit dem Kollegen Hohecker eine wunderbare Sendung. Nicht nachmachen. Ach so, genau. Ja, natürlich. Und meine Tochter hatte eine diebische Freude dran, dass ständig was in die Luft fliegt. Kaputt geht. Kaffee aus der Dusche kommt, da spricht sie dann Tage drüber. Und das sagt man, wie toll das war. Ja, schöne Grüße. Das ist eine sehr... Gerne. Das ist auch... Wenn sie sonst irgendwo im Fernsehen auftaucht, dass der von nicht nachmachen. Ja. Der wie galt. Ist so. Ja. Direkt Held der Kinder. Weite... Ich halte mich raus, wenn ihr hier... Ja. Könnte ich noch was? Aber na klar, was darf es denn sein? Wasser, einfach Wasser. Wasser mit, Wasser ohne, Wasser medium? Ohne. Wasser ohne. Einmal Wasser ohne, bitte. Das kommt gleich wie von Zauberhand. Danke, ich lasse es einfach hier stehen. Aber wir können trotzdem schon mal loslegen. Gerne. Wir brauchen hier nur 3 Fragen, 3 richtige Antworten. Zack, einmal patzt Wiegald und schon ist der Drops gelutscht. So ist das nämlich. Das Duell Erdkunde zwischen Herrn Boning und Frau Schröder beginnt jetzt. In rund 2 Stunden reiner Flugzeit erreicht man von Frankfurt am Main aus den International Airport Nene Teresa. In Tirana, auf Lanzarote oder in Kairo? Wie haben Sie es versucht zu lösen? Durch die E's mit den Pünktchen drauf, die im Albanischen vorkommen. Und somit war ich bei Tirana. Okay.
Ich habe auch bei Albanisch denke ich sofort an Frikative und ja, ähnliche Laute. Uvulare Frikative. Ja. Und Theresa geht ja schon fast in die Richtung auch. Also, nee, Theresa auch mit den Pünktchen war ich irgendwie bei Albanien. Zwei Stunden. Aber seid ihr auch nicht über die Flugzeit? Ja, Lanzarote und Kairo ist doch beides deutlich. Ja, Lanzarote war ich mal, das hätte ich mir gemerkt. Vier, mindestens. Ja, das ist vier. Und Kairo auch. Ja, das ist, so kann man natürlich auch rangehen. Das ist die, aber man kann die einfache Lösung. Man kann natürlich auch über die Pünktchen auf dem E, die ich bislang nur aus dem Französischen kannte. Aber jetzt auch mit dem albanischen konnotiere. Im Russischen kennst du aus dem Französischen? Bei Citroën zum Beispiel. Citroën zum Beispiel, ja. Das sind Pünktchen auf dem E. Ich kenne den Accent aigu, also die Striche. Ja, und Graf und Circonflex. Accent Graf, oui. Ah, ja. Mon Dieu. Ja, genau. Also, wir einigen uns auf Tirana, Albanien. Wir haben etwas über die Sprache gelernt. Und fliegen zur nächsten Frage. Punkt für beide. Man kann übrigens auch 8 Stunden fliegen nach Tirana, dann muss man in Wien und in Istanbul umsteigen. Das geht auch. Die Verbindung gibt's. Klar. Das ist wahrscheinlich billiger. Bitte? Die ist bestimmt billiger. Wahrscheinlich billiger, ja. Ich habe eine Verbindung nach Graz gesucht, da wurde mir vorgeschlagen, ich sollte doch bitte über Palma, von Köln über Palma nach Graz fliegen. Aber einmal als Drehkreuz, leuchtet sogar ein. Also ja, das ist so viel. Und, genau, und dann stand bestimmt aber im Kleingedruckten +1, Ankunft am nächsten Tag oder so. Ungefähr, aber es war die günstigste Verbindung gewesen. Mhm. Nächste Frage lautet, eine der bekanntesten Hochschulen der USA ist die Harvard University im Bundesstaat Massachusetts oder Massachusetts oder Massachusetts? Yes. Sind Sie da einfach sozusagen als per Optik dran gegangen? Ja. Was hat Ihnen bei den anderen nicht gefallen? Naja, das, was falsch ist. Bei B das ein T zu wenig und bei C, es sieht einfach komisch aus. Richtig. Ist vorne ein S zu wenig. Genau. Ne? Ich wollte auch schon Massachusetts, aber da habe ich gedacht, das wäre dann zu einfach. Richtig ist A, Massachusetts. Wissen wir doch von den Bee Gees, ne? Bitte? Wissen wir von den Bee Gees. Ist das so? Wir haben einen riesen Titel gehabt, Massachusetts. Es steht 2-2, wir wissen, was das bedeutet. Jo. Ja. Welches ist das flächenmäßig größte Land der Europäischen Union? Frankreich, Schweden, Deutschland. Ach du liebe Güte. Entscheiden? Das ist interessant, ne? Es hat ja nichts mit der Bevölkerungszahl zu tun. Flächenmäßig? Nein, überhaupt nicht. Also man könnte jetzt denken, Deutschland wird sicherlich die meisten Einwohner haben, aber das muss ja nicht bedeuten, dass das Land flächendeckend ist. Nee, tut auch nicht. Also Frankreich ist, glaube ich, deutlich größer als Deutschland. Bei Schweden bin ich mir nicht so sicher, weil es ist zwar schmal, aber ewig lang. Schweden ist ja, ich stellte mir diese wahnsinnigen Weiten vor mit den vielen Seen und diesen Wäldern. 80 Kilometer von Dorf zu Dorf. Aber ich glaube, da ist sogar noch Norwegen größer. Aber Frankreich ist ja auch sehr, sehr groß. Ja, und so breit. Und die Breite erst. Ja, also Nord-Süd-Ausdehnung ist Schweden bestimmt größer. Ja, ja. Aber an Quadratkilometern wohl weniger. Du würdest sagen Frankreich? Also schmales. Ja, du würdest sagen Frankreich auch? Ich würde Frankreich sagen, ja. Ja. Ich hätte jetzt, ich sage ganz ehrlich, ja, so, so von Bonnerin zu Bonner. Ich war zwischenzeitlich vielleicht, also eins kann man wohl ausschließen. Ja, Deutschland. Und hätte an Deutschland gedacht, das auszuschließen. Aber Deutschland ist natürlich ein großartiges Land, vielleicht können wir uns darauf einigen, aber im Ranking der Europäischen Union auf Platz 4. Also nicht so weit hinten, wie mancher vielleicht denkt, auf Platz 4. Sorry to say, richtig ist Frankreich. Antwort A, Punkt für Wigald Boning. Das hat mich sehr gefreut. Kandidatenkiller, Wigald Boning. Hat Spaß gemacht. Sehr. Ja? Wirklich? Ich bedanke mich sehr. Und wir bedanken uns für eine tolle Kandidatin aus einer nach wie vor wunderschönen Stadt. Grüße dorthin und alles Gute für die Arbeit, die Sie dort zu machen haben. Vielen Dank, Barbara Schröder, Vorsitzstufe. Im entscheidenden Augenblick sind Ihnen die Antworten ausgegangen. Die große Quizbühne gehört heute anderen. Alles Gute, Barbara Schröder.
tolle Kandidatin. Jetzt bei der Frage am Schluss hätte ich mit meinem, ne, hätte ich gedacht, aber... Aber hätte, ja, wäre Fahrradkette, wie Lothar Matthäus sagt. Also nein, das ist fälschlicherweise, denkt man das. Das hat Lothar Matthäus gar nicht gesagt. Was? Sondern, ja. Nein, das hat er doch, sicher gesagt. Nein, das hat er gesagt. Ich schwöre. Doch, nein, nicht schwören. Na, check das mal. Nicht schwören. Frag mal hier deinen Mann im Ohr. Ja, wir man denkt immer, er hätte gesagt, wäre Fahrradkette. Aber es war, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Nein, auch ein Nationalspieler, aber kann das mal jemand checken, bitte? Also, er hat was gesagt? Wirklich? Ja. Also, ich fällt es jetzt nicht ein, aber ich weiß nur von dem Zitat, als ich gehört habe, dass es nicht Lothar Matthäus war. Wir checken das sofort. Ja, das ich weiß nur das Zitat, dass Lukas Podolski nein, zu... ich bring's durcheinander. Nein, wäre Fahrradkette, ist von Lothar Matthäus. Aber du meinst den Podolski. Egal ob Madrid oder Mailand, Hauptsache Italien. Andi Möller. Das ist Andi Möller. Richtig, das war Andi Möller. Andi Möller. Bitte, ja. Mein Beitrag, bitte ausschneiden. Also, nein. Also erstmal fürs Protokoll, es war Lothar Matthäus. Ja, wäre Fahrradkette. Ja. Und ich finde das wirklich legendär, ist gar nicht lange her, war 2017. Ja. Mhm. Dann hast du ins Spiel gebracht Andi Möller. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Hauptsache und so weiter. Mhm. Und dann gibt es noch die lustige Geschichte von dem Lukas Podolski zugeschriebenen Zitat. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Ja. Das ist auch schön, ja. Aber das hat Lukas Podolski nie gesagt. Das ist von Jan Böhmermann. Ja. Ja. Ist genau. Ja. Aber ist schön. Ja, ist aber gut. Wirklich gut. Und wirklich gut geht es jetzt auch weiter mit diesem Kandidaten. Willkommen beim Quiz-Champion. Hallo, ich bin Patrick, 29 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich studiere einen Master Geschichtswissenschaften und mein Spezialgebiet ist die griechisch-römische Antike. Patrick Pertsch arbeitet am Lehrstuhl für alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist Kursleiter des Vereins Hochbegabtenförderung. Hier am Alten Museum kennt er jeden Stein und dessen Historie. Ja, das Ding heißt Biedermeier-Weltwunder. Es ist eigentlich nur eine Granitschale. Ein berühmtes Vorbild davon ist eine Schale, die Kaiser Nero in seinem Goldenen Haus aufgestellt hat. Außerdem ist Patrick Pertsch leidenschaftlicher Quizzer. Er nimmt an Meisterschaften teil, schreibt selbst Fragen und moderiert zweimal die Woche ein Pub-Quiz. Ja, in die Bücher habe ich irgendwann mal angefangen, alle Dinge reinzuschreiben, die ich mir merken wollte. Und die lerne ich grundsätzlich auswendig. Nebenbei entwickelt er Kartenspiele. Das Spiel ist im Grunde wie ein Autoquartett, nur mit römischen Kaisern. Also statt PS-Zahl und Höchstgeschwindigkeit gibt es zum Beispiel Alter, Regierungszeit, Tyrannenfaktor und solche Werte. Seine Freundin hat er natürlich beim Quizzen kennengelernt. Ich kam rein in den Pub, ich brauchte noch ein Quizteam. Er saß da allein, ich habe gefragt, seid ihr schon vollständig? Sie war noch nicht vollständig und das war dann unser erstes gemeinsames Quiz. Und am Abend haben wir schon Telefonnummern ausgetauscht. Ich werde Quiz-Champion, weil es nichts gibt, was mich so sehr ärgert, wie etwas nicht zu wissen. Dann wollen wir heute Abend nur Freude verbreiten. Herzlich willkommen, Patrick Pertsch. Hallo, Herr Pertsch. Herzlich willkommen. Pertsch. Mit uvularem Frikativ, aber das wissen wir ja mittlerweile. Na, nicht uvular. Na, eben nicht uvular. Uvular sind die hinten. Genau, uvular sind die hinten und Bortsch, ich wollte nur einen Halbspruch machen. Schön, Sie hier zu haben. Geht's Ihnen gut? Schön, hier zu sein, ja. Ja, Sie genießen das schon? Ja. Ja. Ich mal gucken, ob es so weitergeht. Ich hoffe doch. Ja, ich habe ehrlich gesagt kein schlechtes Gefühl. Der Deal ist, dass Sie sich hier in die Mitte stellen, sind Sie perfekt im Bild und im Licht. Ich verflüchtige mich und frage Sie, ob Sie mich gut hören können auf diese Distanz. Ja. Dann... spielen wir das Spiel mit den 7 richtigen Antworten innerhalb von 60 Sekunden. Und das Duell mit Patrick Pertsch beginnt jetzt. Welcher Sänger landete mit Anton aus Tirol ein Mega-Hit? DJ Ötzi. Richtig. Welchen Monarchentitel trägt Drosselbart im Grimmschen Märchen? König. Richtig. Welches heimische Nagetier hat einen unbehaarten, breiten und platten Schwanz? Biber. Richtig. Eine redensartliche Formel für eine eher ungenaue Berechnung lautet Pi mal Daumen. Richtig. Bei welchem Prozess erzeugen Pflanzen mit Hilfe von Licht Sauerstoff? Photosynthese. Richtig. In der Nähe welches bekannten Platzes steht der über 360 Meter hohe Berliner Fernsehturm? Alexanderplatz. Richtig. Welcher James Bond Darsteller starb im vergangenen Oktober im Sean Alter von Connery. 90 Jahren? Ist richtig. Auf ja, ich glaube, besser kann man das nicht machen. Sie folgen mir? Ja. Hm.
Sie folgen mir klingt wirklich unhöflich. Aber nochmal, es ist Corona-bedingt. Ja. Normalerweise würde ich sowohl Damen als auch Herren als auch Diversen hier immer den Vortritt lassen. Ja? Legen wir los. Sie haben dringend vor sich. Sind soweit. Auch für Sie gilt, wenn es was anderes sein soll. Nö, wunderbar. Machen Sie einfach. Ne? Okay. Ich hätte hier noch, wollen Sie die anderen fragen? Schenke ich Ihnen, ach, darf ich Ihnen gar nicht schenken, habe ich ja schon angefasst. Okay. Muss desinfiziert werden. Sie können es ja klauen und ich sag's keinem. Zufallsgenerator ab. Film und Fernsehen. Ach, das fängt ja gut an. Ein Filmkenner, ein Fernsehkönner. Sie spielen Film und Fernsehen gegen Michael Bulli Herrlich. Aber es klang jetzt nicht durchweg begeistert. Ja, aber ich kann Sie beruhigen. Ich fand das mit den Kartenspielen sehr schön. Also mein Tyrannenfaktor ist relativ gering. Da besteht jetzt keine Gefahr. Ja. Ich habe auch nichts gegen Sie persönlich. Ich bin ein großer Fan. Meine Mutter erzählt bis heute gerne die Geschichte, wie ich im Schuh des Manitou im Kino so gelacht habe, dass die ganze Reihe gewackelt hat. Ach, das freut mich zu hören. Sie waren das. Das finde ich toll. Ja. Von okay. Den fünf Kategorien definitiv die, wo ich mich am wenigsten wohlfühle. Aber wir gucken mal. Ich möchte Ihnen die Geschichte positiv verkaufen. Wenn wir das hinter uns haben, dann machen wir den Rest nicht. Ja, dann ist die Fallhöhe noch höher. Ne? Ja, stimmt. Spielen wir einfach mal los. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt hier durchaus Chancen. Das Duell Film und Fernsehen zwischen Bulli und Patti beginnt jetzt. Welcher deutsche Regisseur spielt in der Star Wars-Serie The Mandalorian aus dem Jahr 2019 die Rolle des Auftraggebers? Ich glaube, ich weiß das. Ja. Wim Wenders? Werner Herzog? Oder Tom Tykwer? Das war nur zweimal schnell geantwortet. Wir haben einmal A und einmal B. Ja, ich gucke ja keine Serien, wie du weißt. Aber Filme. Mandalorian, ja. Okay. Weil ich ein großer Star Wars-Fan bin und ich war richtig neidisch auf Werner Herzog, der eigentlich Regisseur ist, wie es da auch steht, und plötzlich da auftauchte. Ja, ich wollte mich. Ja. Ich habe es auch geguckt. Mein Problem ist, ich erkenne keine Menschen entsprechend. Sie erkennen also, keine Menschen? Es fällt mir relativ schwierig. Ich muss Menschen sehr oft gesehen haben, um sie wieder zu erkennen. Deswegen, okay, jetzt versuche ich mir gerade Werner Herzog und Wim Wenders vorzustellen. Ich habe auch keine Ahnung, wie Wim Wenders aussieht. Also relativ groß gewachsen. Ja, es ist so, dass ich habe ein ähnliches Problem mit Menschen, die ich mal gesehen habe. Und ich habe ein gutes Erinnerungsvermögen, was Gesichter betrifft, aber ich kann sie sehr selten den Namen zuordnen. Mhm. Ja, ich kann das Problem nachvollziehen. Also mir ist da mal, wenn ich die Geschichte kurz erzählen darf, ein Tipp gegeben worden von einem Kollegen, der meinte, also wenn man zwei Menschen nicht kennt, wir spielen das jetzt mal durch, also ich würde dich jetzt vorstellen wollen und habe deinen Namen vergessen, dann sage ich also hier, hilf mir dabei, wie heißt du nochmal? Wie war der Name? Johannes. Weiß ich doch, Nachname. Okay. So, damit geht man drüber hinweg. Ja. Ja, okay, verstehe. Okay, ist keine gute Nachricht zum Auftakt hier im Spiel, aber wir wollen ja immer bei der Wahrheit bleiben. Richtig ist B, Werner Herzog, und der Punkt geht an Bulli. Aber er hat auch Schwachstellen. Vielleicht treffen wir die jetzt schon an bei dieser Frage. Welchen Namen trägt der YouTube-Kanal eines deutschen Fernsehmoderators in Anlehnung an das Jugendwort des Jahres 2018? IBIMS 1 Gätchen oder YOLO Joko oder Ehrenpflaume? Sie sind über das Jugendwort gegangen, IBIMS. Ja, das Problem ist, das bringt man immer so leicht durcheinander, weil man kriegt das jedes Jahr im Quiz. Also wenn man regelmäßig ins Pubquiz geht, kriegt man das immer gefragt und man merkt es sich vorher. Und dann ist es im Rückblick ein bisschen schwierig, das dem Jahr zuzuordnen, aber es könnte hinkommen. Okay, also ich möchte mich mal beschweren, YouTube ist nicht Film und Fernsehen, das möchte ich an der Stelle einfach nur mal sagen. Sondern Stream oder Mediathek oder wie nennt man Moment, das? Moment, ist Mandalorian nicht auf das ist Streaming, das ist richtig, Disney aber das, Plus rausgekommen, ja, ist das nicht? Nein, das kein ist was Fernsehen. Anderes. Film quasi. Also IBIMS 1 Gätchen, wenn das wirklich sein YouTube-Kanal ist, dann... Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Fragen, was es also IBIMS ist auf jeden Fall ein Jugendwort des Jahres gewesen. Genau. IBIMS. IBIMS. Ja, IBIMS.
Ja, aber was soll das auf dem YouTube-Kanal? IBIMS. Also und YOLO, ist das nicht die Abkürzung für You Only Live Once? Ja. Mhm. Ja? Ja. Und Ehrenpflaume gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. Also ich weiß nicht. Und dann nicht, Kai? Ja. Ja, okay. Echt? Ehrenpflaume ist Kai, ja. Warum macht er sowas? Also Hashtag. Aber die Frage ist, ob das. Also ich glaube, ich bilde mir ein, YOLO Yoko schon gelesen zu haben. Ja? Ich weiß nicht, ob ich es auf Instagram gelesen habe oder bin mir nicht sicher. Also ich weiß es nicht. Okay. Also, es ist also richtig Wissen, es ist auch ein bisschen egal, weil richtig ist C, Ehrenpflaume. Ja. Gibt es tatsächlich. Aber wo war denn das Unwort des Jahres? Nicht das Unwort, das Jugendwort des Jahres 2000. Ehrenmann. Ach, das Jugendwort. 18 ist Ehrenmann. Ja, dann oder hätte ich es natürlich gewusst. Ehrenmann oder Ehrenfrau. Übrigens hat Kai rund 500.000 Abonnenten. Ja. Er ist ja auch wahnsinnig aktiv. Er besucht Influencer, wenn ich das richtig weiß, Influencer und verbringt mit denen einen Tag. Ja. Und das wird dann abgefilmt. Mhm. Ehrenpflaume. Bitte sehr. Kein Punkt, also Situation hat sich nicht verschlechtert. Zur Wahrheit gehört, verbessert hat sie sich auch nicht. Es bleibt beim 1:0 für Bulli Herbig und geht so weiter. Am 1. Januar 1984 startete das deutsche Privatfernsehen und die erste Sendung war überraschenderweise ein klassisches Konzert. Eine Quiz-Sendung oder ein Fußballspiel? Tja. Oh, Sie können noch verändern, weil Sie ja noch nicht gebuzzert haben. Also ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht, ne? Aber war das, ich muss ja ganz doof fragen, war jetzt der erste Sender RTL? Nein. Tele5? Nee, Sat1. Auch nicht. Sat1? Sat1. Tatsächlich. Vorgänger von Sat1. Programmgesellschaft, Kabel und Satellitenfunk, PKS. Okay, cool. Aber hat ja kaum jemand Fußballrechte? 84? Na, also das weiß ich zufällig, Sat1 hat die Fußballrechte. Zumindest die Bundesliga-Rechte 92. Ja, aber nicht von Anfang an. Also das wäre ja dann wahrscheinlich eher dann ein Amateurspiel gewesen oder sowas. Also ich kann mir vorstellen, dass die dann gleich so in die Vollen gegangen sind. Ich dachte mir vielleicht, wollen sie das feierlich eröffnen mit einem klassischen Konzert? Das war jetzt so der Gedanke. Was hättest du gegeben? Hättest du die Musikauswahl gehabt? Hoch auf dem gelben Wagen. Gottfried Fischer. Ja, und mit Walter Scheel. Ja, Walter Scheel. So, ja. Aber keine Klassik. Ich sag mal so, ich traue es mir nicht zu sagen, aber vielleicht haben Sie auch die deutsche Nationalhymne gespielt. Könnte auch sein. Das wiederum wäre wenigstens Haydn. Eurovisionsmelodie, Eurovision, oder? Auch okay. Das war das Datum, 1. Januar. Gab es Mitternacht. Ich habe eine. Es startete mit der Feuerwerksmusik. Ja. Händel. Von Händel. Ja. Also ein klassisches Konzert. Auch dieser Punkt geht an Bulli. Ich erinnere mich wie gestern. Ja, als sei es gestern gewesen. Ja, also der Fairness halber muss man sagen, Sie waren da noch nicht mit von der Partie. Ja? Leicht verfehlt. Aber es ist so eine Quizfrage, die man. Ja, hätte man gehört haben können. Ja. So, mein Gedanke war, gab es irgendein obskures Länderspiel, was an einem 1. Januar stattgefunden hat. Und meine Überlegung war, vielleicht hat es irgendwas damit. Ein Fußball. Ja, es war total merkwürdig. Es war irgendwas in Südamerika. Es war total. Kurios. Okay, und das haben Sie halt irgendwie im Kopf gehabt. Vielleicht, das würde mich überraschen, dass am 1. Januar Fußballspiele stattfinden. Deswegen. So, 2:0 Führung. Ich will von prekärer Situation noch nicht sprechen, aber es ist. Bitte? Wenn man es nicht weiß. Ja, genau. Wir spielen das hier jetzt mal tapfer zu Ende und wollen doch mal versuchen, ob wir auch Herrn Herbig mal geknackt kriegen. Mit dieser Frage vielleicht. Sükrü Pelivan. Mauro Corradino und Otto Schulte sind seit über 10 Jahren erfolgreich unterwegs als die Löwen, die Bergretter oder der Trödeltrupp. Ich sag mal, Bulli weiß es nicht. Yep. Du hast das Bescheuertste genommen oder was war was am verrücktesten? Ich habe mit den Löwen, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Gibt's das? Gibt's eine Serie, die Löwen heißt? Nein, die Höhle der Löwen gibt es doch. Ja, aber dann würde die Höhle der Löwen. Der Shark Tank ist das auf Original.
Ach so. Wie? Shark Tank ist das, das Originalformat. Glaube ich doch nicht an die Höhle der Löwen. Nee, nee, habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Nee, nee. Dann die Bergretter. Da, gibt's? Gibt's? Hm? Bergretter gibt's. Die ja. gibt's, ja, ja. Aber da natürlich. Dachte ich mir, nee, das sind nicht die passenden Namen für andere Bergretter. So, dachte ich. So, wenn, also wenn ich mir jetzt Filmnamen überlegen müsste für Bergretter, die ja in der würdest Regel... Würdest du auch nicht nehmen. Würde ich nicht Sükrü nehmen. Also das... Aber für, beim Trödelschrupp kann also der Sükrü um Gottes Willen, also keine Stereotypen, aber eher vorstellbar. Ne? Also für eine Serie. Also das, diese Sendung der Trödeltrupp. Ja. Gestehe, dass das ist, noch nicht Reality-TV. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu sehen, aber ich werde mich bemühen, einen Slot zu finden. Es ist eine Sendung, die im Sender RTL 2 läuft und in der Trödelspezialisten zu Menschen nach Hause kommen und das Gerümpel im Keller zu Geld, manchmal sogar zu Gold machen. Sendung heißt im Untertitel auch, das Geld liegt im Keller. Ist nur, erzähle ich das jetzt, weil es die richtige Antwort ist oder erzähle ich das, weil es hier steht? Richtig ist... C, der Trödeltrupp. Damit machen Sie zwar den ersten Punkt, aber Bulli den dritten. Und, lieber Patrick Pertsch, unser Spiel endet bereits zu diesem frühen Zeitpunkt. Was ich in hohem Maße bedauerlich finde. Film und Fernsehen, was soll man machen? Okay, aber dann trösten wir uns mit dem Gedanken, irgendwann hätten wir darüber gemusst, über diese Hürde. Es hätte halt nur länger gedauert. Es hätte länger gedauert. Dann würde ich sagen, um das Gefühl mitzunehmen, nehmen Sie zumindest Ihren Drink mit. Ja? Und Sie kriegen ihn nachgefüllt. Vorsichtig, Stufe, das vergessen manche. Alles klar. Danke fürs Mitspielen, Patrick Pertsch. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Sie haben gekämpft und doch verloren. Auf Wiedersehen, Patrick Pertsch. Irgendwie lässt man die Leute lieber gewinnen, habe ich den Eindruck. Ja. Ja. Es macht einen so traurig. Ja, ich freue mich auch immer. So, hol den nächsten rein! Ja. Wollen wir es nochmal versuchen? Ja. 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 Na, es wird doch zu schaffen sein. Hier ist unser nächster Mitspielender. So. Ich bin Andreas Fischer aus Baden-Württemberg. Von Beruf bin ich Rechtsanwalt. Und das seit fast einem Vierteljahrhundert. Ja, durchaus stolz darauf bin ich, an drei verschiedenen Bundesgerichten schon Verfahren gewonnen zu haben. Beim Bundesgerichtshof, beim Bundesverwaltungsgericht, beim Bundessozialgericht. Dadurch tut man sich natürlich auch immer in neue Thematiken einarbeiten, was einem dann beim Quizzen zugutekommt. Recht und Unrecht beschäftigen den ambitionierten Juristen auch in seiner Freizeit. Ich bin Fußballschiedsrichter und bin als Chaperon in der ersten bis dritten Liga tätig. Heißt was genau? Dietrich. Dopingkontrolle. Das heißt, ich begleite die Spieler für die Dopingkontrolle aufs stille Örtchen und passe auf, dass alles so läuft, wie es laufen muss. Auf der faulen Haut liegen, das ist nichts für den Schwaben. Ich leide zwar unter Flugangst, aber dennoch habe ich schon knapp 100 Länder auf 6 Kontinenten bereist. Und wie tickt er so als Familienmensch? Es ist nicht immer ganz einfach. Er weiß einfach doch viel besser. Wahrscheinlich liegt es daran, dass in unserem Keller wie viele Quizfragen liegen? 67.318 gespielte Quizfragen. Und Schwächen? Die gibt's doch bestimmt. Unser Papa ist in seinem Leben noch nie vom Einzel gesprungen und ich schon öfters vom Fünfer. Und wir machen ihn eigentlich allgemein beim Schwimmen nass. Und beim Minigolfspielen machen wir ihn blank. Herr Fischer, dann sorgen Sie mal für Recht und Ordnung bei den Experten. Ich werde Quiz-Champion, denn es ist einfach besser, es besser zu wissen. Dem ist nur wenig hinzuzufügen. Willkommen, Andreas Fischer. Lieber Fischer, herzlich willkommen. Hallo, hallo, Herr Kanner. Bitte sehr. Sie wissen, ne, eigentlich hätten Sie meine Hand längst als Zeichen des friedlichen Miteinanders. So kann ich Sie nur höflich bitten, in der Mitte Ihre Stellung zu beziehen. Und ich gehe auf den mir zugewiesenen Platz und frage, können Sie mich gut verstehen? Gut, danke. Dann beginnt das Duell mit Andreas Fischer jetzt. Wie viele Tage hat der Monat März insgesamt? 31. Richtig. Aus welchem europäischen Land kommen die traditionellen Tapas ursprünglich? Spanien. Richtig. Wofür steht beim Auto die Abkürzung ABS? Antiblockiersystem. Richtig. In welchem deutschen Bundesland liegt der Watzmann? Bayern. Richtig. Wie viel ist die Wurzel aus 36? 6. Richtig. Von welcher Pflanze ernährt sich der große Panda fast ausschließlich? Bambus. Richtig. Aus welchem alltäglichen Werkstoff besteht eine PET-Flasche im Allgemeinen? Kunststoff, Plastik. Plastik, richtig. Kunststoff. Und das war's schon. Alles richtig.
Jetzt lasse ich Sie mal vor. Okay, ja? So viel Zeit muss sein. Nächste wäre gewesen, welches Volk führte der Eroberer Genghis Khan an? Die Mongolen. Richtig, ich habe die Befürchtung, dass Sie das alles wissen. Altbekannt. Aber was heißt schon Befürchtung? Ich freue mich ja, aus Winterbach in Baden-Württemberg kommen Sie zu uns. Sie sind uns sehr herzlich willkommen hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu spielen. Dann haben wir so einen Flow und quatschen dann halt so zwischendurch ein bisschen. Glas Wasser ist natürlich frisch, sehr zum Wohle. Und Zufallsgenerator ab. Sport. Wenn Sie einen Startblock für einen Notizzettel halten, wird schwierig im Sportduell gegen Katrin Müller-Hohenstein. Ja. Hoffentlich nicht so viele Schwimmfragen, habe ich auch gedacht. Ne? Ja, hoffentlich nicht so viele Regelkundefragen. Ich bin ganz schön. Also mit ihr ja eine absolute Koryphäe haben. Also mit Katrin? Ja, die kann weiß. Mir nicht denken, jemals sie bei einem Fehler erwischt zu haben. Ja, okay. Also dann, es gibt ja manchmal Sachen, die weiß man einfach. Also die kann man auch nicht wissen. Es gibt ja auch, muss man ehrlich, es gibt völlig bescheuerte Sportfragen auch. Und wir haben ja schon Angelfragen. Total. Gehabt. Also man muss ein bisschen Glück haben. Aber stimmt es, dass Sie noch nie vom 1-Meter-Brett gesprungen sind? Ich bin da feige, ja. Also. Aber Sie gehen schon ins Wasser? Ja, schwimmen kann ich aber nicht gut, aber ich, über die Treppe. Über die Treppe oder über den Rand. Echt? Ja, da bin ich ein bisschen dann müssen Sie sich was anhören von Ihren Kindern, oder? Das stimmt. Ja. Sag mal, und so das Zwischending, Startblock, ist schon... Das ist schon die Grenze, das, was ich mir verrückt, getraue. Oder? Ja. Macht jemand zwei juristische Staatsexamen, jeweils mit Prädikat, arbeitet in Sydney, ist auf der ganzen Welt unterwegs, aber da... Da habe ich Hemmungen. Und Flugangst auch ein bisschen? Ja. Ja, wobei das weiter verbreitet, als man denkt. Erst hätte ich mal fast abgestürzt wäre. Oh. Subjektiv fast abgestürzt. Ach, subjektiv. Aber ja, objektiv aber das war das... War brenzlig. Ja. Okay, dann muss man ja fast ein bisschen Verständnis haben. Dann machen wir keine Witzchen darüber, sondern nehmen das einfach so zur Kenntnis und freuen uns, dass Sie keine Angst vor Quiz-Sendungen haben und auch keine Angst vor Sportfragen. Nee, das würde helfen in der Kategorie Sport, in der das Duell zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Andreas Fischer aus Winterbach in Baden-Württemberg so beginnt. Na, das ist schon mal, jetzt geht's schon los. Welche dieser Zahlen befinden sich allesamt auf der linken Hälfte einer klassischen Dartscheibe? 1, 18, 4, 3, 17, 2 oder 5, 12 und 9? Ja, schon, sie hat schon gebuzzert. Und es kann immer pro Frage nur einer buzzern. Ich also, habe überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist ja sehr sympathisch, dass du das sagst. Ich auch nicht. Und wieso hast du dich dann für C entschieden? Nee, das war wieder meine Taktik von vorhin. Ich mache ganz schnell. Einfach schnell machen? Ja, auch schnell. Also A ist es definitiv nicht. Die, weil? Die 18 ist 2 neben der 20, die 1 ist 1 neben der 20, jeweils auf der rechten Seite. Hören Sie auf, das wissen Sie alles. Da. Das heißt, Sie haben das auch noch ausgeschlossen? So nach dem Motto, wie viele Schafe sind das? 166, woher weißt du das? Ich habe die Beine gezählt und durch 4 geteilt. Ich meine, die 17 ist ebenfalls auf der rechten Seite unten. Spielen Sie Dart? Also früher haben wir das öfter gespielt. Haben wir immer so gemacht. Der Letzte musste dem ersten 5 Mark bezahlen. Und so hat man das dann öfter gespielt. Die letzten Jahre bin ich jetzt auch nicht mehr dazu gekommen. Okay, ich mach's mal kurz. Direkt aus dem Alley Pally hier ins Studio nach Berlin. Richtig ist C, 5, 12 und 9. Eins, unentschiedener Auftakt, aber eben Punkt für beide und geht so weiter. Der Spitzensportler Burkhard Sude besiegte 1982 bei Wetten, dass ganz allein eine komplette Mannschaft, und zwar die Handballer vom TuS Vollmetal, oder die Volleyballer von der TSG Bretzenheim oder die Eishockeyspieler vom Höchstadter EC. Ist das eine Sportfrage? Es war ein Volleyballer, glaube ich, der Herr Sude, ne? Korrekt, ja. Es war damals, glaube ich, der beste deutsche Volleyballer und war auch vielfacher Nationalspieler. Das ist interessant, weil ich habe über die Variante des Namens bin ich gar nicht gegangen. Ich habe mir gedacht, ein Handballer muss ja auch den Ball abgeben. Er darf ja nur 3 Schritte machen. Ne? Also wäre das ja... Oder ach so, wie im Spiel jetzt. Ach so, wie ein Einzelner gegen eine komplette Mannschaft. Der kann sich den Ball selber vorlegen, richtig. Und bei Eishockey, ich glaube, wenn da so eine Horde auf dich zukommt, da hast du überhaupt keine Chance.
Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Ich habe die Sendung nicht mehr in Erinnerung. Der hat also alleine gespielt auf seinem Feld und hat selbst angenommen, selbst gestellt und selbst draufgehauen und war besser als die ganze Mannschaft von den anderen. Okay. Das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn man selber der Beste ist. Dann das ist, wenn man der Beste ist, dann hilft sowieso. Schwächen, ja gut, man muss halt viel laufen. Ne? Also, ja, aber das war ja Mr. Volleyball. Also, genau. Ja? Insofern ja, wird das nicht gut vorgegangen sein. Die Beachvolleyballer sind auch nur zu zweit. Ja, die müssen auch viel rennen. Das geht schon. Ja, und zwar im Sand auch doch. Das ist ein Ärgernis. B ist richtig. TSG Bretzenheim. Ist das Mainz? Ja, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja. 2-2. Nächster Punkt alleine richtig, heißt Duell gewonnen. Und jetzt geht's so weiter. Tor des Monats, Tor des Jahrzehnts und Tor des Jahrhunderts. So lauten die Auszeichnungen für A, das 3:2 von Helmut Rahn bei der Fußball-WM 1954. Oder B, einen Fallrückzieher von Klaus Fischer im Jahr 1977. Oder C, eine direkt verwandelte Ecke von Mario Basler 1994. Wir haben ein A, ein B. Also das 3:2 war das siegbringende... Gegen die Schweiz im Stuttgarter Neckarstadion. Ich würde sagen, in der... Moment. 3:2, das war in der Schweiz und gegen Ungarn. Ja. Das WM-Finale. Ja, und B war im Stuttgarter Neckarstadion. 4:1 gegen die Schweiz, würde ich sagen. Also Klaus Fischer hat legendäre Fallrückzieher gemacht. Ja, vor allem war das der erste, oder? Also, das weiß ich jetzt nicht, ob es der erste war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Tor... das den Weltmeistertitel bringt, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber gab es die Auszeichnung da überhaupt schon? Ja, eben. Also der Fall von Klaus Fischer, den habe ich live im Fernsehen mitverfolgt. Das Tor des Monats gibt es ja seit 1971. Genau. Ja. Und das war ein so elementares Geschehen, dem man dort beiwohnte. Das war so der perfekte Fallrückzieher. Mehr geht nicht, sozusagen. Mehr geht nicht. Ich hatte damals sogar den Eindruck, ich habe ein Wunder gesehen. Ja. Also ich war damals 9. Und ich wusste gar nicht, dass das geht. Ja. Und das war spektakulär. Also man hat dieses Tor rauf und runter gesehen. Andererseits ist Katrins Argumentation natürlich auch nicht so schlecht, aber weil nee, das 3:2 war, ich meine, das war das Siegtor bei der Fußballweltmeisterschaft 54. Aber der Wiegel hat Deutschland recht. 9 Jahre nach Kriegsende. Aber es gibt ja in jeder WM ein Siegtor. Aber das war ja das Wunder. Das Wunder von Bern. Und Tor des Monats gab es damals aber noch nicht. Also als Achtjähriger hatte ich damals auch eine Postkarte hingeschickt. Das weiß ich noch. Ja, okay. Ernsthaft? Mitgeholfen sogar dazu. Damals hatte das Porto, glaube ich, noch 40 Pfennig gekostet. Ah ja. Also. Lieber Fischer, man muss ja sagen, möglicherweise geht es hier um Ihren Namensvetter. Das macht die Sache. Ja, gut. Also. So gut war ich aber nie. Ich möchte, ich Tor geschossen. Ich möchte Sie beglückwünschen, weil wir wohnen hier einer Premiere bei. Zum ersten Mal ertappen Sie Katrin Müller-Hohenstein bei einem Fehler. Richtig ist B, ein Fallrückzieher von Klaus Fischer im Jahr 1977. Stark. Ich glaube, in Österreich heißt es Piola, Fallrückzieher. Ein Piola? Ist aber auch sehr, nach einem Spieler, der das auch mal gemacht hat. Okay. Ist aber auch hier wieder gefährliches Halbwissen. Ich weiß es in Wahrheit auch nicht so richtig. Aber das Klaus-Fischer-Tor habe ich natürlich auch gesehen. Und Weltklasse. Tor des Jahrhunderts, des Monats und des Jahres. Punkt für Sie. Und damit gewinnen Sie das Duell Sport gegen Katrin Müller-Hohenstein. Glückwunsch. Ja, danke. Sie haben in Sydney gearbeitet, oder? Ja, als Referendar hatte ich da eine Auslandsstation gemacht. Wie lange sind Sie da hingeschwommen, weil Sie ja Flugangst haben? Ja gut, da hatte man keine andere Möglichkeit, als sich eben zusammenzureißen. Ich lese dann immer krampfhaft irgendeine Illustrierte. Also nicht einschlafen. Könnte immer sein, dass man aufmerksam sein muss. Das heißt, nach Sydney fliegt man 20 Stunden? Ja, dann schlafen Sie 20 Stunden? Beschweren sich die Umgebenden, weil bei mir immer die Leuchte brennt. Aber ich lasse da nicht mit mir reden. Und Sie lesen eine Seite der Illustrierten und haben am Ende vergessen, was am Anfang stand? So kann man sagen, wenn man so angespannt ist. Okay, wenn Sie es mit einem Schmunzeln hinnehmen und trotzdem die Welt sehen, dann sei es halt so. Film und Fernsehen, haben Sie Lust? Ja, wobei Herr Herbig ist da eigentlich wieder König Midas. Was er anlangt, wird zu Gold, wenn ich da jetzt an seine großen Filmerfolge denke. Von daher hoffe ich, dass es jetzt heute nicht zu Gold wird, was er anlangt, sondern bisher habe ich ja nicht so viel. Also ich lag bisher ja oft daneben. Du hast wichtige Ratschläge gegeben für die Kandidaten. Okay, komm, probieren wir es. Film und Fernsehen. Mit Bulli. Sie kennen bestimmt all seine starken Filme, aber er erkennt ihre Schwächen.
Uli Herbig. Uli und Andreas Fischer. Beginnen. Darf ich eine Frage noch stellen? Sehr viel, ich fand das sehr beeindruckend in Ihrem Einspieler, dass Sie ja zur Dopingkontrolle gehen. Also ein Laie wie ich kann sich nicht vorstellen, wie das in der Praxis aussieht. Ich habe gesehen, dass Sie ja mit dem Spieler tatsächlich direkt dahin gehen, wo es passiert. Wo es wehtut. Also muss das so sein? Der Dopingarzt teilt dann manchmal die Dopingbegleiter ein, dass die aufpassen beim Pinkeln, dass also die keine Funktion hinzuführen. Da muss man auch richtig hingucken? Oder? Gut, ich meine, ein diskretes Gucken. Dann. Ja. Ja klar, er kann ja theoretisch irgendwas... Er hat ja den, ja genau, Fremdurin zuführen ist das Stichwort, das hat es natürlich gegeben. Ja, klar. Ja, ja, und eben. Ja, aber das, als Laie hat man das nicht so auf dem Schirm. Ja. Ne? Jetzt, als ich das gesehen habe, dachte ich, ah, so ist das. Okay. Ja, ja. Interessant. Aber da gibt es ja unglaubliche Geschichten diesbezüglich. Es gibt zum Beispiel Männer, die nicht gut können, wenn jemand daneben steht. Ja. Ja. Und die müssen dann, insofern muss das ordentlich begleitet werden. Und Sie machen das mit einem diskreten Hingucken, wie ich gelernt habe. So kann man sagen, ja. Diskretes Hinwissen würde uns jetzt helfen. Film und Fernsehen zwischen Michael Bulli Herbig und Andreas Fischer spielen wir jetzt. In welchem Film spielt Sam am Klavier Ding Dong Die, die Hexe ist tot, nachdem Jane ihn zuvor gebeten hatte, unser Lied zu spielen? Ist das bei Spaceballs? Oder ist das bei Nackte Kanone 2,5? Oder bei Hot Shots, die Mutter aller Filme? Hättest du jetzt gerne D? Casablanca, As Time Goes By. Ja gut, dass also da nicht Ding Dong die Hexe ist tot. Ist. Jetzt verstehe ich die Taktik nicht. Sie haben sehr lange nachgedacht. Ja. Und dann hat Bulli. Und dann waren Sie auch sofort dabei. Das heißt, Sie waren eigentlich die ganze Zeit bei. Ja, aber ich habe da mehr oder weniger doch raten müssen. Also Spaceballs war es nicht. Ne? Spaceballs ist eine Parodie auf Star Wars. Da kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass es eine Jane gab. So. Ich schwankte so zwischen Hotshots und die nackte Kanone. So und ich bilde mir ein, dass Priscilla Presley in dem Film Jane heißt. Ne? Ja. So hatte ich es auch im Kopf. Und Leslie Nielsen dann eben. Das ist aus Zauberer von Oz, ist das? Das ist aus Zauberer von Oz. Ja, ja, das ist aus Zauberer von Oz. Ja, aber er heißt es nicht bei Casablanca auch unser Lied und dann kommt erst Time Goes By? Nein, oder bringe Nein, ich das kommt am Flughafen, glaube ich, dieses Lied, oder? Nee, nee. Am Flughafen. Ah, okay, kann sein. Unser Lied. Klavier. Naja, ich bin nicht sicher. Was bei Casablanca wohl nicht gesagt wurde, ist, spiel's noch einmal, Sam. Ja. Was heutzutage immer kolportiert wird. Was man immer denkt, genauso wie fahr schon mal den Wagen vor, Harry, hat es auch nie gegeben bei Derek. Den Satz. Okay, also. Nackte Kanone 2,5 ist richtig. Also Leslie Nielsen. Also, es gibt ja so Filme, also ich kann darüber, auch wenn ich das mehrfach gesehen habe, auch 33, ein Drittel und so weiter, ich kann immer wieder lachen über die gleichen Gags. Ja, obwohl ich weiß, jetzt kommt der gleich, ich weiß, was er sagt. Die lustigste Szene ever ist der Tod des dritten Hundes im Fisch namens Wanda. Das musst du dem mit der Frau, die nach draußen geht, den Pudel unterm Arm hat und dann denkt, es fängt an zu regnen, geht noch mal rein, um den Regenschirm zu holen. Und dann kommt von oben dieser Betonklotz runter. Ich sag mir jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, jetzt reiß dich mal zusammen, es und kann nicht so komisch sein. Es zerreißt mich. Kennst du das? Ja, ich kenne es und ich bin sehr traurig, als der Hund. Ich war auch traurig. So unterschiedlich ist die Wahrnehmung. Ziemlich knapp danach, aber sehr, sehr lustig. Katrin, lass dich schäckig. Ja. Okay, beide haben einen Punkt. Insofern ist das ja schon mal nicht so schlecht als Start. Und wir versuchen mal, mit dieser Frage weiterzukommen. Puh, das ist für Kenner. Ordnet man diese berühmten Tatortfolgen chronologisch nach dem Erstausstrahlungsdatum, dann ist einzig richtig: Salü Palü, Reifezeugnis oder Duisburg-Ruhrort. Oder Duisburg-Ruhrort, Salü Palü, Reifezeugnis. Oder Reifezeugnis, Duisburg-Ruhrort, Salü Palü.
Genau. Ja. Beide sagen C, Jan bestätigt. Ja. Ja, also das ist ja schon auf fast Zeit geschehen. Also ich weiß nur, das Reifezeugnis halt von Wolfgang Petersen, ein spektakulärer... mit Nastasia, war das nicht die Kinski-Halbnackszene? Ja, ja. Also 76 hätte ich jetzt gesagt. Ja, 77. Duisburg ist Schimanski, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und Palü war in Saarbrücken. Senft. Ja. Max Palü, also Jochen Senft, der Schauspieler Jochen Senft. Fand ich den langweiligsten Tatorte. Den langweiligsten? Die Salü, also die Palü, fand ich den langweilig. Oh, ich fand, also... Ich gucke ja keinen Tatort, aber der Typ ist mir irgendwie angenehm gewesen. Ja, war ein Berliner. Ist er mit dem Fahrrad unterwegs und so? Ja, ne? Ja, ja. Ja. Der hatte sowas Trenchcoatiges, irgendwie sowas Zerstreutes. So habe ich es in Erinnerung. Der war aber auch in Wirklichkeit so. Tatsächlich? Ja. Okay, gut. Siehst du, Zusatzinformation. Richtig ist, Reifezeugnis, Duisburg-Ruhrort, Salü, Palü, C. Punkt für beide. Duisburg-Ruhrort war übrigens der erste Schimanski. Ja, erste Ausschreibung, erste Schimanski mit... Eberhard damals, Feig, oder wie hieß er? Ja, muss man sich noch vorstellen. Damals war es ein Skandal, als jemand Scheiße im Fernsehen gesagt hat. Ja. Wenn man sich Götz-George hat Scheiße gesagt. Ja, nicht einmal. Götz-George hat Scheiße gesagt. Das war ein Riesending. Also ich, ein Aufreger. Manchmal denke ich die guten alten Zeiten. Wir hatten auch mal, ich weiß noch, dass wir mal bei der Fußballberichterstattung einen Aufreger hatten, weil Werner Hansch mal gesagt hat, ein geiles Tor. Ach, und das bei irgendeinem Schalke-Spiel, ein geiles Tor. Das war Schlagzeile nachher. Ja, heute ist jedes zweite Tor ist ein geiles Tor. So ändert sich die Zeiten. 2-2. Wir wissen, was das bedeutet. Ja, okay, dann nächste Frage bitte. Was haben die Filme The Wolf of Wall Street, Gangs of New York und Aviator neben Leonardo DiCaprios Hauptrolle noch gemein? Brad Pitt spielt mit. Martin, wie die Amerikaner sagen, Scorsese führt Regie. Oder alle bekamen einen Oscar für den besten Film. Jupp. 3 Sekunden. Tippen. Entschuldigung, wenn ich ihn reingequatscht habe, aber es musste dann eine Entscheidung her. Sie schwanken zwischen. Ich glaube, ich habe mich für Tipps vorbei. Sie wollten? B wäre wahrscheinlich besser gewesen. Martin Scorsese für die Regie. Ich hoffe, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass... dass ich ihn da reingequatscht habe, nur es war noch eine Sekunde und ich sage, tippen. Sollen wir den Notar fragen oder geht das so? Herr Jacobi? Ja? Entschuldigung, wenn ich Sie störe. Wir haben hier folgende Situation, die Sie ja eben mitbekommen haben. Ich habe unserem Kandidaten Andreas Fischer kurz vor Ablauf der 7 Sekunden reingequatscht und ich sah, dass er schwankte zwischen B und C und habe gesagt, jetzt tippen, weil ich einfach aus meiner Anspannung heraus, ihn bitten wollte, doch wenigstens etwas einzuloggen, bevor die Sache komplett verloren ist, einfach nur, weil er keine Antwort gegeben hat. Und ich möchte von Ihnen wissen, spielen wir eine neue Frage? Es geht nämlich um Sieg und Niederlage in diesem Duell. Oder habe ich mich korrekt verhalten und ich löse auf? So gerne ich sagen würde, dass Sie sich nicht korrekt verhalten haben, haben Sie sich aus meiner Sicht absolut korrekt verhalten und ich würde leider keine neue Frage spielen. Dann ist das so. Danke, Herr Dr. Jacobi. Und ich löse auf. Richtig ist B. Martin Scorsese führte Regie. Der Punkt geht an Bulli. Und ich hab's versucht. Ja. Unser Spiel endet hier. Herr Fischer, trotzdem. Okay. Hat wirklich Spaß gemacht mit Ihnen. Ja? Ja, mir hat's auch sorry für den Fall, dass ich da zu wild war. Grüßen Sie die Kinder herzlich. Ja, danke schön. Ich würde Ihnen ja gerne eine Jahreskarte fürs Freibad schenken, aber nur, wenn Sie vom Einer springen. Ja, okay. Danke fürs Mitmachen und vorsichtig bitte. Ja. Sie standen als Rechtsanwalt vor dem Bundesverfassungsgericht, Bundessozialgericht und Bundesgerichtshof. Doch jetzt heißt es im Namen des Quizvolkes Tschüss, Andreas Fischer. Und interessanterweise hat er als Jurist vor allen drei Gerichten, die gerade genannt worden sind, Verfahren gewonnen. Er stand da nicht nur, er hat Verfahren gewonnen vor allen drei obersten Gerichten. Okay. Also doll, was er im Beruf leistet und auch wirklich spannend und schön, was er hier geleistet hat. Aber nun ist es so zu Ende gegangen und bietet einem weiteren Kandidaten die Chance, hier am Pult um 100.000 Euro zu spielen. Mein Name ist Simon Ibrahim, ich bin 25 Jahre alt, Lehrer für Politik, Wirtschaft und Spanisch und wohne in Freiburg.
Ich bin ausgebildeter Rettungsschwimmer und eigentlich habe ich Höhenangst. Herausforderungen wie diese souverän meistern, das liegt dem gebürtigen Hessen. Von berufsbedingt lerne ich viel. Ich habe das große Glück, dass das meiste auch noch hängen bleibt. Simon Ibrahim war als Kind in Kenia auf der Schule, hat sein Lehrerpraktikum in Uruguay gemacht und war in Chile und Peru. Herr Simon spricht 7 Sprachen, lernt gerade sogar noch Gälisch. Doch seine große Passion, das ist das Spanisch. Kein Wunder, Simons Freundin Luciana stammt aus Peru. Noch einen Film anschauen? Probablemente podemos ver una película de Disney. Disney, nee. In diesem Sprachmix unterhalten wir uns immer. Es macht viel Spaß, mit Simon über Politik, Geschichte und Geografie zu reden. Und Sport, da kennt er sich mehr gut aus. Ich bin großer Fan vom SC Freiburg. Hier arbeite ich ehrenamtlich fürs Deutsche Rote Kreuz bei Bundesliga-Heimspielen und bin manchmal als Besucher da. Und dann ist da noch ein ganz anderer Ort, den Simon Ibrahim gerne besucht. Ich muss nicht unbedingt mehr wissen als andere. Das muss ich vielleicht für die Sendung. Aber generell ist mein Antrieb zu wissen einfach, um mich mit noch mehr Menschen über noch mehr Themen unterhalten zu können. Der Simon weiß sehr viel und er denkt auch sehr strategisch. Gegen ihn zu gewinnen ist immer schwer und wenn man da mal aufgeben möchte, sagt er meist: Aufgeben kannst du bei der Post. Ich werde Quiz-Champion, weil die Experten für mich nur ein Opfer sind. Guten Abend und herzlich willkommen, Simon Ibrahim. Herzlich willkommen. Komm so ein bisschen näher, ja. Menschen gerne. Diese verrückte 2-Meter-Geschichte, aber müssen wir uns halt dran halten. Natürlich. Nehmen Sie virtuell meinen Handgruß. Virtueller Handschlag. Vielen herzlichen Dank und schön, Sie hier zu haben. Danke. Freuen uns immer auch über junge Kandidaten, die Lust haben, sich hier zu zeigen. Und vielleicht wird das ja eine ganz außergewöhnliche, ganz lange Reise, die wir gemeinsam machen. Hoffentlich. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich soll Sie ganz lieb von meiner Oma grüßen. Oh, Grüße zurück. Die ist ein Riesenfan von Ihnen. Vielen Dank. Schaut jede Sendung und sieht Sie auch viel lieber als diesen, wie heißt der, Günther Jauch oder sowas. Ne? Nein, Vorsicht. Oh Gott, das ist zu viel der Ehre. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Grüßen Sie Ihre Großmutter. Ja. Mach ich. Dazu später mehr. Bitte sehr. Hier ist Ihr Platz in der Mitte. Und jetzt kommen meine Fragen. Sie können mich gut hören, also gut verstehen. Haben Sie was gesagt? Ja, okay, verstehe. Wir machen ein Späßchen und das Duell mit Simon Ibrahim beginnt jetzt. Und wofür steht die Abkürzung PC bei einem herkömmlichen Computer? Richtig. In welchem Bundesland liegt Bamberg? Bayern. Richtig. Wer schrieb das Kinderbuch Emil und die Detektive? Erich Kästner. Richtig. Die in den USA gebräuchliche Temperatureinheit lautet? Fahrenheit. Richtig. Wie heißt die Hauptstadt von Ägypten? Kairo. Richtig. In welchem Sport werden die Spieler in der ATP-Weltrangliste geführt? Tennis. Richtig. Wie heißt die Währung in Russland? Rubel. Dankeschön. Okay. Das gefällt mir. Ja. So geht's in der Großstadt. Ja, gut. Ja. Gleich weiter? Also, ich bin bereit. Ja, okay. Hatten Sie Respekt vor der Nummer da vorne? Nein. Ja, doch, muss ich zugeben. Ja? Okay. Ich glaube, es waren noch 37 Sekunden übrig. Ich hätte also noch gefühlt 250 Fragen stellen können. Ja. Also in 23 Sekunden haben wir es wirklich selten gehabt. Und bei Kairo haben Sie sogar noch eine Bruchteil einer Sekunde gezögert. Ja, weil Ägypten und Äthiopien liegen nebeneinander, fangen beide mit R an. Okay. Wollte ich keinen Fehler machen. Richtig? Okay, also sag mal, schon zu diesem frühen Zeitpunkt unseres Zusammentreffens, ich bin beeindruckt. Dankeschön. Mal gucken, wie lange das anhält. Hier spielt jetzt erstmal nur einer und der heißt Zufallsgenerator. Sport, bitte sehr. Auf die Plätze, fertig, los. Ihr Sportduell gegen Katrin Müller-Hohenstein. Katrin, ich schmunzel nicht über dich, sondern ich schmunzel darüber, dass, wenn das hier lange geht, wie galt die letzte Kategorie wäre. Ja. So sieht's aus. Das ist durch, die Zufallsgenerator. Ich glaube, ich gehe wieder. Ja, na, jetzt haben wir ein bisschen Spaß miteinander. Haben Sie eine Idee, was Sie machen würden mit dem Gewinn? Für einen jungen Menschen ist das, also ich meine, für jeden ist das viel Geld, aber... Also, wenn ich jetzt hier gewinnen sollte und dann da auf dem Sofa sitze, würde ich auf jeden Fall erstmal, hier habe so einen kleinen Freund dabei. Ja. Da können wir auch zusammen. Ich habe auch einen für Sie mitgebracht. Okay, was ist das? Ist das ein Duftwasser? Das ist ein Apfellikör. Ein Apfellikör? Ja, hier aus dem Supermarkt um die Ecke. Okay, also wenn Sie gewinnen, würde ich eine Ausnahme machen. Oder zumindest die Flasche in die Hand das nehmen. Ist nicht so, wir spielen Sport.
oder wir wissen gerne. Sport. Und wir beginnen das Duell zwischen Katrin Müller-Hohenstein und Simon Ibrahim aus Friedberg mit dieser Frage. In welcher Sportart elektrisiert alljährlich die March Madness die amerikanischen Fans, zu denen auch Barack Obama gehört? Im Basketball, im Baseball oder im Eishockey? Mhm. Katrin hat flott geantwortet. Sie haben überlegt. Ich habe überlegt, ja. Weil Barack Obama ist ja großer Fan von den Chicago Bulls. Mhm. Und die spielen Basketball. Aber in der NBA. In der NBA, ja. Und ich habe jetzt überlegt, ob das Finale vielleicht immer im März ist und deswegen March Madness. Ich weiß es nicht. Sicher bin ich mir nicht, aber wir haben ja eine Expertin da. Nö, ich weiß, dass Barack Obama großer Basketball-Fan ist. Okay. Fertig. Okay, also sonst nichts. March Madness ist der Spitzname für die Hochschulmeisterschaften, also für College-Basketball. Ah. Mhm. Mhm. Okay. Gibt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Insofern ist Basketball, aus welchem Grund auch immer, richtig. Hauptsache Punkt. Hauptsache Punkt. Genau. Nächste Frage. Belauscht man Jugendliche beim Bowlen, hört man manchmal Epic bei einem Strike oder Nice beim Spare und ein Fuck beim Lodge, Split oder Kiev? Das ist sehr lustig. Im deutschen Fernsehen darf man Fuck wenigstens sagen. Ja? Ja. In Amerika wäre es Piep. Okay, richtig ist der Split. Ja. Wenn nach dem ersten Wurf die Pins so weit auseinander sind, dass du nicht mehr mit einem treffen kannst. Nicht mehr aber mit einem treffen kannst. Da hat sich doch jemand richtig Mühe gegeben bei diesen Antworten. Ich finde das sehr süß. Ja, Epic ist der Strike und Nice ist ein Spare, also. Nee, ich meine Lodge, Split und Kiew. Ja, 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 klar, das war jetzt eine 50-Euro-Frage. Schöne Grüße an Ihre Oma. Dankeschön. Wobei, wenn die dann so gesplittet stehen in den Filmen, sieht man es ja immer, man trifft dann den einen so, dass er noch und den anderen umhaut. Dann fliegt der andere noch, ja. Das passiert aber recht selten. Ich habe es auch nie geschafft. Ja, okay. Aber Sie sind offensichtlich schon mal an der Bahn gewesen. Nächste Frage beim Stand von 2-2 heißt, wobei handelt es sich um eine paralympische Sportart, bei der zwei Dreierteams mit einem Klingelball auf 9 Meter breite Tore spielen. Mhm. Goalball, Netball oder Softball? Wir haben Goalball und Softball. Es geht um eine paralympische Sportart. Ja. Keine ich weiß Idee. Es nicht. Nee. Wissen Sie, was Softball ist? Ich habe das schon mal gehört und weiß, dass es das gibt. Okay. Bei den anderen beiden wusste ich das nicht. Okay. Softball. Softball ist, glaube ich, für Mädchen Baseball, ne? Würde ich auch sagen. Ich bin mir aber jetzt, ich weiß es nicht, ob es Goalball oder Netball heißt. Keine Ahnung. Aber es ist wie Fußball. Ich habe das mal gesehen in einem Film übrigens. So Blinde ist, oder was für Sehbehinderte. Es ist total beeindruckend, wie die das machen. Es ist also wirklich fantastisch. Aber ist Softball denn paralympisch? Ist nicht paralympisch. Ja, ne? Aber die Frage ist, ob Goalball oder Netball. Ja, wahrscheinlich ist es nicht. Ich weiß es nicht. Also eins von beiden wird sein. Aber Softball habe ich jetzt mal ausgeschlossen. Lieber Simon, manche Reise ging sehr lange und endete bei Wiegald. Es gibt auch Reisen, die bei Katrin enden. Richtig ist Goalball, die am weitesten verbreitete Ballsportart für Sehbehinderte. Dieser Punkt geht an Katrin Müller-Hohenstein und es ist verrückter, doofer, blöder und was, Sie dürfen jetzt auch Fuck sagen, weise. Der dritte Punkt, und das heißt, dass unser Spiel zu Ende ist. Ich hätte so gern länger mit Ihnen gespielt. Aber vielleicht auch. Kann er ja in 2 Jahren noch mal, ist er noch so jung. Ja, ja. Ja, ja. Gerade wo wir hier so stehen, denke ich, wir müssen mal so eine Variante mit all denen spielen. Machen, die irgendwie so doof gescheitert sind. Ja, oder ja. Ganz ja so genau. Ja, genau. Das ist gut. Du wolltest auch gegen, ich oder wir nehmen mal die Erstrundenscheiterer oder alle, die da vorne schon ausgeschieden sind. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Das ist gut. Ja. Ja. Oh. Die da vorne. Okay. Dann gibt's die Loser. Wenn Sie das machen, komme ich gerne wieder. Okay, also zumindest haben wir jetzt gerade beschlossen, dass es weitere Quiz-Champions geben wird.
Und wir wünschen Ihnen das Allerbeste. Sie sind Lehramtsreferendar, das soll noch gesagt werden. Und ich bin sicher, dass Sie ein guter Lehrer werden. Auch ich auch. Ja, alles Gute und danke fürs Mitspielen. Und nochmal Grüße an die Großmutter. Richtig aus. Auch von Günther, sage ich jetzt einfach mal. Alles Gute. Sie sind ausgebildeter Rettungsschwimmer, aber jetzt hätten Sie selbst einen Rettungsring gebraucht. Sie sind baden gegangen. Alles Gute, Simon Ibrahim. Eingangs habe ich gesagt, dass wir unbedingt 100.000 Euro loswerden wollen. Und ich sage euch die Wahrheit, jetzt haben wir noch eine Chance. Der letzte Kandidat für die heutige Sendung, der letzte Kandidat an diesem Samstagabend. Der schafft es. Oder die letzte Kandidatin. Wer weiß das schon? Was jetzt auf uns zukommt. So geht's weiter beim Quiz Champion 2021. Mein Name ist Martina Kranz und ich bin 50 Jahre alt. Ich bin stolze und waschechte Kölnerin und arbeite in der Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens. Martina Kranz behält gern den Überblick. Ihr fotografisches Gedächtnis ist dabei ein großer Helfer. Für mich ist alles, was ich weiß und kenne, ein Gewinn. Einer meiner größten Wünsche wäre es, einmal in so einem Stuhl den Abend in der Küche eines Sternerestaurants zu verbringen. Gutes Essen, gute Filme, guter Lesestoff. Es gibt kaum etwas, wofür sich die Kölnerin nicht interessiert. Also ich bin immer auf Empfang. Immer. Ich stehe an der Supermarktkasse und nutze die Zeit, um noch schnell in die Tageszeitung online reinzuschauen. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit und höre schon den ersten Podcast. Ich koche und habe dabei dann das Handy auf der Fensterbank stehen und da läuft eine Quiz-Sendung. Und so geht das eigentlich den ganzen Tag. Also ich bin nie ohne Input. Martina weiß eigentlich immer alles zu allem. Aber das Einzige, was ihr noch irgendwie negativ sein könnte, ist ihre Aufregung. In ihrer Freizeit engagiert sich die passionierte Karnevalistin für gemeinnützige Zwecke. Heute geht es raus in die Natur. Bäume pflanzen. Also Martina ist unfassbar belesen. Das heißt, wenn man nicht weiß, was man lesen soll, rufe ich Martina an. Sie weiß was. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass die Bunte auch zur Literatur zählt. Ich werde Quiz-Champion, weil mein Wissensstamm schon jetzt ein solider Baum mit tiefen Wurzeln ist. Dann wollen wir dieses Pflänzlein hegen und pflegen und begrüßen sehr herzlich Martina Kranz. Hallo Frau Kranz, bitte sehr. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen. Herzlich willkommen in der Sendung. Und Sie kennen ja die Spielregeln einigermaßen und Sie wissen, worum es geht. Einfach ein paar Fragen so richtig beantworten möglichst. Ja. Und dann haben wir hier eine gute Zeit zusammen. Ja? Wunderbar. Schön, Sie hier zu haben. In der Mitte ist das Licht am besten. Gut. Das haben Sie nicht nötig, aber die Kollegen haben es so vorbereitet. Danke. Ich frage auch Sie, ob Sie mich gut hören können auf diese Distanz. Ich kann Sie gut verstehen, danke. Dann beginnt das Duell mit Martina Kranz jetzt. Mhm. Wie lautet die Kurzform des Wortes Demonstration? Demo. Richtig. In welcher deutschen Millionenstadt liegt der berühmte englische Garten? In München. Richtig. Wie nennt man allgemein eine kleine Sektflasche mit einem Inhalt von 0,2 Litern? Piccolo. Richtig. Am 1. welches Monats beginnt das zweite Kalenderhalbjahr? Am 1.7. Richtig. Juli. Welche geometrische Form hat das Verkehrsschild absolutes Halteverbot? Dreieck. Nein, ist ein Kreis. Welcher deutsche Bundeskanzler war auch der Alte? Als der Alte bekannt. Konrad Adenauer. Richtig. Welches menschliche Organ ist ein Hohlmuskel und wird auch als Pumporgan bezeichnet? Das Herz. Richtig. Was ist das Doppelte von 11? 22. Richtig. In welchem? Na, das muss doch reichen. Oh. Bei Adenauer habe ich Sie fast ein bisschen in die Irre geführt. Ich mach's wieder so. Dankeschön. So. Frau Kranz, wenn Sie zu Ihrem Glas sozusagen das extra für Sie hergetragen wurde, aus dem Sie sich nach Belieben bedienen können. Ja, direkt mal, das war aufregend. Das war aufregend? Mhm. Das war, viele beschreiben das ja. Ja, ganz schlimm. Und deswegen kriege ich so viele Knöllchen, weil ich nicht mal weiß, welche Form das Verkehrsschild hat. Cool. Also einen so immer, hat man ja immer dabei. Ach Gott, ich darf gar nicht erzählen, was ich dann alles denke. Verkehrsschild, Halteverbot. Ja. Dann denkst du an die Farben, dann ist das rot und blau oder blau und rot und ist da auch weiß und vergisst dann die Form. Aber viele beschreiben diese Hürde als das eigentliche Problem der Sendung. Ja.
Weil das irgendwie doof wäre. Ich glaube, das ist das, wo man Angst hat, sich zu blamieren. Und gegen die Experten, ich meine, da ist es ja gegen keinen irgendwie unangenehm zu verlieren. Deshalb heißen die ja Experten. Eben, ja, genau. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal los mit unserem Zufallsgenerator. Und bitte sehr. Sport. Bei uns bekommen Sie keine Goldmedaillen und keine Pokale. Sie kämpfen jetzt um ein grünes Kreuz. Sport gegen Katrin Müller-Hohenstein. Sport okay für Sie? Ja. Sie wollten als Kind Fußballreporterin werden. Ja. Was hat Sie so fasziniert? Ich finde das so großartig. Ich durfte mal mit Sabine Töpperwien ins Kölner Stadion gehen und mit der am Sprecherplatz sitzen. Und das ist eine irre tolle Technik. Und da muss man die ganze Zeit so auf Zack sein. Und ich finde das super toll. Und war es nur die Technik und die Atmosphäre oder hat sie Fußball auch? Ja, Fußball hat mich auch interessiert. FC oder? Ja, leider. Es ist was heißt leider? Ja, ist immer mal wieder echt bitter. Ja, aber jetzt gerade geht's. Naja, wobei, zumindest von der Liga her geht's. Genau, so. Naja, wir sehen, wie lange noch. Ja, manche FC-Fans sagen ja schon, das Gute an diesen Zeiten ist, man kann nicht ins Stadion. Oder man muss nicht ins Stadion. Aber weißt du, was das Lustige ist? Ich habe mich mittlerweile total daran gewöhnt, dass da keine Atmosphäre ist. Doch, ich auch nicht. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Ich finde es furchtbar. Bei mir hängt es an der Qualität des Spiels. Bei einem guten Spiel ist es mir egal, weil mich das Spiel fasziniert. Aber wenn du anfängst nachzudenken, so über das, was man sonst so guckt, dann... Ja. Ich finde, es ist so entzaubert, weil man so... So Dinge aber es hat doch auch einen Mehrwert. Man hört dann die Trainer mal, man hört die Spieler. Ja, aber ich glaube, da versuchen wir uns die Situation schön zu reden. Das hat also, das war am Anfang ganz interessant. Ja. Aber es ist ohne Fans, ist es natürlich einfach nur... Ja. Also wir können uns einigen, mit ist besser. Okay, dann versuchen wir mal Ordnung reinzubringen in unser Sportduell zwischen Katrin Müller-Hohenstein und unserer Kandidatin Martina Kranz. Und wir beginnen mit dieser Frage. Viele Sportredaktionen bekamen 1995 ein überraschendes Fax mit der Nachricht I'm back. Und zurück kam Michael Jordan in die Basketballliga NBA oder Lothar Matthäus in die Fußballnationalmannschaft oder John McEnroe auf die Tennis ATP Tour. Martina buzzert, aber Katrin hat sich auch schon entschieden. Wie sind Sie rangegangen an die Frage? Ich bin totaler Michael Jordan-Fan. Okay. Und Chicago Bulls und habe gerade noch auf Netflix, was ja kein Fernsehen ist, aber schon, habe ich The Last Dance geguckt. Mhm. Ja, das ist großartig, ne? Ja, das ist toll. Also das ist... Ich hätte sogar fast die Geburt meines Kindes verpasst, weil gerade NBA-Playoff-Spiele waren. Und ich immer gesagt habe, nein, Damit muss ich, wenn ein Mann das sagt, okay. Aber wenn eine Frau das sagt, damit werden Sie in die Tagesschau kommen. Das kann ich Ihnen versprechen. Diesen Satz habe ich von einer Frau in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Sehr schön. Wow, ich hätte die Geburt. Können Sie mir kurz sagen, wie das gegangen wäre? Wie Sie die Geburt wollte immer einhalten noch, aber es ging halt irgendwie nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, es war irgendwie die Bulls. Und ich meine gegen die Knicks damals und es war irgendein Playoff-Spiel. Und das lief ja immer in der Nacht. Das lief immer in der Nacht, ja klar. Die Geburten gehen ja auch oft nachts los und ich habe immer gedacht, ich krieg's noch hin. Aber weil sie noch nicht funktioniert. Und weil sie eben Bulls-Fan waren und sind. Genau. Und ich dachte zwischendurch noch, das ist vielleicht eine Irreführung, weil ich auch Michael Jordan kenne, hat er nicht mal auch... Oh Gott. Baseball gespielt. Meine, dass er in der Baseball League zwischendurch einmal war. Ja, aber mehr schlecht als recht. Mehr schlecht als recht und dann aber in die NBA zurückgekehrt. Richtig ist natürlich A. Katrin hat es auch richtig. Michael Jordan in die Basketballliga NBA. Mhm. 1-1. Nächste Frage. Die lautet: Wenn die Aerobic-Trainerin eine Runde Squats anordnet, dann sollte man immer wieder in die Luft springen, ausdauernd auf der Stelle laufen oder mehrfach in die Knie gehen? Oh Gott. Ruhe. Eine Aerobic-Trainerin sagt, wir machen jetzt noch unter Squats. Und dann springen wir in die Luft, laufen auf der Stelle oder gehen in die Knie. Das weiß ich. Das wissen Sie nicht? Nein, ich bin so unglaublich unsportlich. Okay, so bitte? Sie sind unsportlich? Danke für das entsetzte Wie bitte, aber ich bin absolut unsportlich. Das muss reichen als Kompliment. Katrin ist auch mehr in der Denkerpose gerade.
Ja, ich habe jetzt ausgeschlossen, ausdauernd auf der Stelle laufen ist auf keinen Fall Squats. Ich kenne diesen Begriff, ich mache aber kein Aerobic. Und immer wieder in die Luft springen ist auch, glaube ich, Käse. Bleibt nur das mit den Knien gehen übrig. Macht eigentlich irgendjemand heutzutage noch Aerobic, frage ich mal? Das würde mir Angst machen. Heute noch, im Alter von 80 plus. Turne bis Turne heißt das. Seit Icy Gulp bin ich raus, was Aerobic angeht. Doch, das sind mehr so Aerobic-Variationen, die ich sehe. Also im Fitnessstudio, wenn sie dieses kleine Treppchen haben und dann steigen sie mal drauf und dann drehen sie sich um. Genau, sowas, ja. Ich glaube, es heißt einfach nur nicht mal Aerobic. Darf ich einfach übersetzen, was Squat heißt? Kniebeuge. Also C ist richtig, ja. Mehrfach in die Knie gehen. Ist doch eine gute Nachricht. 2-2. Noch eine Frage richtig? Bei gleichzeitig, naja, Sie wissen schon. Martina, Katrin, hier ist eure nächste Frage. Mhm. Welche beiden Sportler sind nur eine kleine Auswahl derer, die der Amerikaner Nick Bollettieri zu Weltstars formte? Andre Agassi und Jim Courier, Carl Lewis und Michael Johnson oder Evander Holyfield und Mike Tyson? Ist klar. Jan raunt ein, ist klar rein. Wenn man es weiß, ist es klar. Welche Sportart Bollettieri? Also Holyfield und Tyson waren Boxer. Hat nicht der eine dem anderen mal das Ohr abgeknabbert? Oder? Ja, der Mike Tyson hat mal zugebissen, ne? Tyson, ich glaube, gegen Holyfield. Ich glaube, das war der Kampf. Ja? Ja. Kann sein, ja. Ja, witzige Angelegenheit. Carl Lewis und Michael Johnson sind Track and Field, Leichtathleten. Sprinter. Andre Agassi und Jim Courier sind Tennisspieler. Jetzt ist die Frage, was kann der Herr Bollettieri? Der hat so eine Tennisakademie irgendwo in Florida, oder? Ja. Da aus waren der sie alle. Auch zum Beispiel Tommy Haas gekommen ist. Genau. Richtig ist A. Andre Agassi und Jim Courier. Maja Sharapova, Anja Konikova, Monika Seles und viele andere sind dort groß geworden oder haben zumindest länger dort trainiert. 3-3. Wir tanzen munter Richtung Stechen, aber haben vorher noch diese Frage. Welcher dieser bekannten Redewendungen stammt aus dem Reitsport? Die rote Laterne tragen? Die Arschkarte haben? Oder jemanden an die Kandare nehmen? Also, Sie sind gänzlich unsportlich, sagen Sie. Schlagen Sie aber hier tapfer. Zumindest haben Sie die gleiche Antwort wie dieselbe Antwort wie Katrin. Rote Laterne tragen heißt? Das ist letzter sein. Ist der letzte? Oder? In der Tabelle? Arschkarte, wissen Sie, was das ist? Das weiß ich, weil früher haben die Schiedsrichter, weil es noch kein Farbfernsehen gab, glaube ich, hatten die rote Karte hinten in der Hosentasche. Am Po, ne? Genau. Am Po. Deshalb Arschkarte. Genau. Okay. Und die Kandare? Ja, das wird irgendwas aus dem Reitsport sein. Ja, ich weiß es nicht. Ist es nicht irgendwas, was... Ja. Ist eine Gebissstange am Zaumzeug, an der Trense sozusagen. Ja. So, das ist die Kandare. Richtig, Reitsport. Und C, jemanden an die Kandare nehmen. Vier zu vier. Ja. Und bitte sehr, wir servieren folgende Frage. In welcher Sportart stellte Armand Mondo Duplantis Anfang 2020 zweimal kurz hintereinander einen neuen Weltrekord auf? Im Skifliegen? Im Schwimmen? Oder im Stabhochsprung? das ging ja jetzt relativ schnell bei euch. Ja. Ja? Der kommt aus so einer ganzen Stabhochsprung-Familie. Ich glaube, der hat 80 Geschwister, die alle Stabhochsprung machen. Wow. Und er ist der Beste und die kleine Schwester springt aber auch schon riesig. Also er ist ein ganz junger Typ, der ist Anfang 20. Und ein verrückt, weil er hat zwei Staatsbürgerschaften, ne? Genau. Ami und Schwede. Ich weiß nicht, Stab für Schweden, meine ich. Ja. Bin ich sicher. Aber richtig ist natürlich, bam, Stabhochsprung. C, 5-5 und damit Stechen. Ui. Weil das nicht so oft vorkommt in der Sendung, nenne ich die Regel noch mal. Ich lese eine Frage vor. Wer zuerst buzzert, hat das Antwortrecht, aber eben auch die Antwortpflicht und muss dann
sofort antworten. Die erste gesprochene Antwort gilt. Stechen zwischen Katrin und Martina. Hier ist die Frage. In welcher Stadt finden alljährlich die Australian Open im Tennis statt? In Melbourne. Das sagt sie zögerlich. In Melbourne richtig? Ist richtig. Bravo. Oh, da hat aber noch mal gewackelt gerade, ne? Ja. Da hat's gewackelt. Katrin hätte das gewusst. Super. Dankeschön. Das Januar-Turnier. Und wenn man das guckt, kann man lange Nächte vorm Fernseher verbringen. Aber ich habe gespürt, Sie haben gerade. Was hat es da gerattert nochmal? Das ist dieses Zuhause vorm Fernseher, würde man das sofort sagen. Aber ja. Wenn man hier steht, dann denkt man so. Was hätten Sie gedacht? Perth? Weil da auch gespielt Nö, wird? Ich habe ehrlich gesagt früher? Gar nicht gedacht. Ich okay. habe einfach nur gewartet. Es ist ja auch was anderes, ob da drei Auswahlmöglichkeiten stehen oder ja, du man selber formulierst. Absolut ja. richtiger ja. Hinweis, genau richtig. Und halt der Druck in der Situation stechen, das kommt noch hinzu. Genau. Gute Nachricht, grünes Kreuz. Und weiter geht's mit Film und Fernsehen. Danke, Katrin. Willkommen, Bulli. Sein Platz auf dem Regiestuhl ist besetzt. Jetzt heißt es Action im Film- und Fernsehen-Duell gegen Michael Bulli Herbig. Wir nehmen jetzt nur Serienfragen. Hallo. Ja, The Mandalorian ist leider schon weg. Ne? Das hätte ich ja, gewusst. Bitte nicht spoilern. Ich war wirklich sehr angetan. Die letzte Folge schon gesehen. Ja. The Mandalorian. Nicht ja. verraten, aber... Ich bin aus meinem Sessel gesprungen. Ja. Ja? Ja, spektakulär. Ein Traum. Aber mehr. Das Ende? Ja. 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 Wo läuft denn das? Ja, ich weiß nicht, ob man das hier so... Ist hier, hier kann man alles sagen. Ist ein Streaming-Dienst Disney Plus. Na, welcher denn? Disney Plus. Disney. Ach, stimmt, Disney. Ah, okay. Und ich habe mir den auch nur wegen Mandalorian geholt, weil ich im Grunde so ein Star Wars-Fan bin. Großartig, ja. Ja. Traum. Okay. Dann probieren wir es mal. Das Duell Film und Fernsehen zwischen Michael Bulli Herbig und Martina Kranz beginnt so. Achtung, Bulli, in welcher Serie aus den 80ern dreht sich alles um die Machenschaften der despotischen Weingutbesitzer Angela Channing? Ist das California Clan, Falcon Crest oder Unter der Sonne Kaliforniens? Oh, nee, warte mal. Lass dir Zeit, du hast ja noch 2 Sekunden. Oh. Mhm. Jetzt möchte ich, versuche ja immer in die Kandidaten reinzuschauen. Sie haben sehr konzentriert geschaut, nicht sofort reingehämmert. Dann denke ich natürlich immer, oh, die zögert, sie weiß es nicht genau. Aber dann haben sie doch mit sehr viel Genuss eingetippt. Mit Genuss, ne? Ja, ja. Weil ich das weiß. Mhm. Ja? Ja? Und ich kann sie jetzt auch nicht mehr... Nein. Das habe ich total gefeiert. Kam immer dienstags im Vorabendprogramm. Oder wie hieß das? Also so, ich glaube, so 17, 19 Uhr oder sowas in der ARD. Ja. Und ich musste immer ganz schnell vom Turnen zu Hause sein. Ich hatte immer Sonderturnen, weil ich ein bisschen krumm Rücken habe. Und dann musste ich immer ganz schnell nach Hause, damit dann Falcon Crest. Falcon Crest. Genau. Mhm. Ich habe im Grunde nur Weingut gehört. Und dachtest, ab und zu trinke ich ganz gern kalifornischen Rotwein. Also, ach, Rotwein, okay. Napa Valley oder irgend sowas. So, was aber das, ich bin da völlig blind. Dann geht der Punkt an die Sehende. B ist richtig, Falcon Crest. In Tuscany Valley ist das im Norden von Kalifornien, das Weinbaugebiet. 1-0 Führung. Ja. Das ist noch keine Entscheidung, aber nein. Es ist kein schlechtes Gefühl. Ja. Ja. Andersrum wäre schlechter. Komm, versuchen wir es mit der Frage hier. Welchen legendären Satz prägte der von Danny Glover gespielte Sergeant Roger Murtaugh in der Lethal Weapon Filmreihe? War das der legendäre Satz, warum denn so ernst? Oder ich bin zu alt für diesen Scheiß? Oder es kann nur einen geben? Eine Filmreihe ist ja keine Serie, also das darfst du wissen. Ja, die kenne ich, mit Mel Gibson in der zweiten Hauptrolle. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ich bin zu alt für diesen Scheiß ist. Ah, okay, gut. War ich also, nämlich nicht. Es kann nur eingeben, das kommt von Highlander. Und warum denn so ernst? Passt nicht, oder? Doch. Warum, ich weiß auch, wo es herkommt, warum denn so ernst? Dark Knight. Dark Knight. Joker. Also Joker sagt, warum denn so ernst? Ledger, Heath Ledger. Genau. Ja. Also, I'm too old for this shit. Ja. Das ist Danny Glover. B ist richtig.
Er sagt das, aber er macht trotzdem immer weiter. Ne? Ja, ja. Er sagt, I'm too old for the shit, aber macht immer weiter. Okay, 2-1 Führung. Ich möchte Ihnen sozusagen den roten, beruhigenden Teppich Sie machen ausmachen. Das so locker, so charmant. Ne? Sie steht da und... Ja, sie hat aber übrigens ganz ehrlich eben gesagt, ach, das ist ja gut, dass er es wusste, weil ich wusste es nicht. Hatte aber die richtige Antwort. Ich freue mich einfach so. Ich freue mich immer noch, dass ich diese Minute überstanden habe. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen an. Das ist gut. Also das ist, hier ist Kür. Ja, da man kann sich auch mal freuen. Ich freue mich so. Nee, das ist richtig. Bravo. Das eben. Und dann... Was sagst du denn? Rheinische Frohnatur aus Köln. Richtig. Richtig. Und Karnevalistin auch. Aber gib dir mal was zu trinken, dann habe ich eine Chance. Ja, aber sie trinkt ja keinen Alkohol. Das meine ich. Ach so, ah, okay, jetzt verstehe. Davon rede ich. Ja, ich verstehe. Ja, sie kriegt was zu trinken, aber erst, wenn wir mit dir fertig sind. Vielleicht schon nach dieser Frage. Sie lautet, wer löste in den 90er Jahren in einer seiner letzten Rollen als Kommissar Kleefisch diverse Kriminalfälle? War das Günther Pitzmann? Heinz Rühmann oder Willi Milovic? 90ern. Hallo, drücken! Nicht Heinz Rühmann? Das weiß er, das ist ja lecker mehr. Also habe ich dich abgelenkt? Nein. Ja, kann ich den Notar sprechen, bitte? Okay, also Heinz Rühmann, bitte. Ja, der war es nicht. Okay. War Heinz Rühmann schon gestorben? Nein, wie bitte? Nein. Ich weiß nicht, wann Heinz Rühmann gestorben ist. Er ist in den 90ern. In den 90ern gestorben? Ja. Mhm. Okay. Willi Milovic, ja, kann ich mir vorstellen. Günther Pitzmann jetzt, wo ich so sehe, weniger. Aber okay. Pitzmann, das hätte ja bestimmt in Berlin gespielt und Milovic vermutlich in Köln. Ja. Da habe ich schon gedacht, vielleicht haben Sie da einen Vorteil. Ja, sie guckt schon, jetzt, sie weiß es doch. Ja. Sie wissen oder? Sie ist glücklich und sagt... Ich weiß das, ja, das weiß ich. Ja, weil ich bin auch jedes Jahr auf den Geburtstag von Willi Milovic gegangen. Ich habe immer die Schule geschwänzt. Der hat immer seinen Geburtstag am Altermarkt gefeiert. Ja. Mitten in der Woche vormittags, da musste man ja die Schule schwänzen. Und dann hinterher wurde der auf die Bühne getragen. Aber dann standen da immer tausende Kölner und dann weint man ja auch in Köln. Der Kölner weint dann gerne mal. Der weint dann und das macht man halt. Und weil Willi Milovic einfach sozusagen wie der Vater der Stadt, ja, und der, genau, das Urgestein schlechthin, bedeutende Theaterfamilie, ja, wie wir wissen. Genau. Ja, wenn sie sagt, sie weiß das, dann wollen wir nicht dazwischen quatschen, oder? Dann kann ich nur gratulieren. Dann tragen wir es mit Fassung. Willi Milovic ist richtig. Danke. Und ein 3-1 gegen Willi, das gibt's nicht so oft. Zweites grünes Kreuz. Glückwunsch. Danke. Und freuen Sie sich. Sie können sich über die Runde da vorne freuen und über die 2 grünen Kreuze. Das mache ich, danke. Und auf Jan Hofer, der kommt nämlich jetzt. Wenn Sie die Schlagzeile Tagesschau-Chefsprecherwechsel zu RTL verpasst haben, können Sie gleich einpacken. Zeitgeschehen gegen Jan Hofer. Hallo. Kleine Anspielung auf die tänzerischen Qualitäten unseres Gastes. Jan, schön, dich hier zu haben, aber das weißt du ja. Und Zeitgeschehen für Sie okay? Ja. Sie sind ganz... Würde ich auch sagen, vorne mit dabei. Komm, fangen wir gleich an. Das Duell Zeitgeschehen zwischen Jan Hofer und Martina Kranz beginnt so. Wenn beim royalen Kaffeeklatsch munter über die Heimat in Buenos Aires und Tasmanien geplaudert wird, unterhalten sich wohl Maxima der Niederlande und Mary von Dänemark? Oder Mary von Dänemark und Charlene von Monaco? Oder Charlene von Monaco und Maxima der Niederlande? Lieber Jan, dass du als Chefsprecher der sehr ernstzunehmenden Tagesschau so tief verwurzelt bist in den bunten Blättern, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Führ uns doch mal, nimm uns mit auf den Lösungsweg. Also meine Mutter hatte niederländische Wurzeln. Ja, okay. Und ich weiß, Mary von Dänemark eben auch aus anderen Gefilden stammt als aus Dänemark. Okay. Und von daher gesehen würde ich das mal sehen, weil Charlene von Monaco... Kommt auch nicht aus Monaco. Nee, aber ich glaube, die kommt aus Australien. Nee, aus Südafrika. Südafrika. Südafrika kann die, genau, Südafrika. Aha. Und Maxima...
Das ist ja berühmt gewesen, weil der Vater ja wegen seiner Verstrickungen in die argentinische Politik nicht zur Hochzeit eingeladen war. Richtig. Also damit war das für mich klar. Aber schieb's nicht auf deine Mutter. Du bist tief drin in diesen royalen Themen. Also mit Hintergrundkenntnissen. Mary von Dänemark ist in Hobart in Tasmanien, das zu Australien gehört, geboren. Maxima der Niederlande ist in Buenos Aires geboren. Deshalb ist A die richtige Antwort. Sie haben das sowieso gewusst. Das weiß ich ja. Bei Jan habe ich Zweifel gehabt. A ist richtig. Punkt für beide. Maxima Soregeta Ceruti. Oder Ceruti, könnte ja italienische Einwandererfamilie gewesen nach sein. Nach dem Abschied von der Tagesschau bin ich jetzt mehr in den bunten Blättern. Ja, gut. Schlips weg. Ne? Zack. 1-1 ist der Stand und so geht's weiter. Nächste Frage lautet: Welcher Tag wurde vor fast 100 Jahren am 31. Oktober 1925 zum ersten Mal international begangen? Der Weltspartag, der Weltkindertag oder der Weltbuchtag? Oh Gott. Puh. Oktober. Mhm. Keine Ahnung. Null. Kindertag ist Sonntag. Ich höre jetzt einfach mal auf mein Bauchgefühl, das bringt ja nichts. Ich weiß es einfach nicht. Ich probiere es einfach mal. Ja. Aber Kindertag ist doch am 1. Juni, oder? Ja, ja, ja. Ist doch mein Geburtstag, deswegen. Ja, ach so, okay. Ich wollte nicht, dass sie das ändern. Ich warte. Ja, ich habe gerade gedacht, Weltspartag. Ich früher, Martina, bei dir in der Schule nicht auch immer Ende Oktober die Sparkassen in die Schule gekommen und haben Geld eingesammelt von den Kindern und dann hat man so kleine. In so selbstgefalteten und dann zusammengesteckten, die immer aufgegangen sind? Ja, und dann hat man so kleine Geschenke bekommen, einfach nur um zu sensibilisieren. Das war bei den Katholiken. Fürs Sparen. Also wir hatten es früher in der Schule. Hattet ihr das nicht? Ja, ich kannte das auch, aber Weltspartag? Doch, der Weltspartag, die kamen zum Weltspartag und der war Ende Oktober. Bin ich mir ganz sicher. Ich habe mich gerade gefragt, Weltspartag bedeutet ja China, Afrika, Südamerika. Überall, nicht nur in unserer kleinen Welt. Ja. Ja. Okay, wir könnten jetzt Bulli um eine Meinung bitten, damit wir was ausschließen können. Ja, ja, also ich würde, ich tendierte tatsächlich zum Weltbuchtag. Zum Weltbuchtag? Aber das war nur mein Gefühl, was mich selten täuscht. Also der Welttag des Buches, den können wir damit schon mal rausnehmen, ist der 23. April. Okay. Ja? Jetzt ist die Frage, Kindertag oder Spartag? Katrin hat Hinweise gegeben. Ja, Anna, in der DDR Anna hat auch. Aber DDR ist ja kein Land mehr. Ja. Oh, das klingt ein bisschen traurig. Naja, das kann ich ja nicht ändern. Aber das ist, wie es ist, ja. Aber in West-Berlin war nicht der Kindertag am 1. Juni. Nee? Also nicht, als ich Kind war. Ich kann dir sagen, der Weltkindertag war, ist und bleibt vermutlich, zumindest in Osteuropa, der 1. Juni, weil in der Bundesrepublik Deutschland war er im September, am 20. September. Man müsste jetzt mal recherchieren, was sich durchgesetzt hat. Egal, richtig ist auf jeden Fall A. Weltspartag ist der 31. Oktober. Und ich mach's nur nicht, weil das ein blödes Bild wäre. Ich würde jetzt gerne mal auf Ihr Bauchgefühl hören. Bei uns war es auch 31. Oktober, aber nicht, dass die Sparkassen in die Schule kamen, sondern in den Banken und Sparkassen gab es dann so Werbegeschenke. Nee, die kamen direkt zu uns. Bälle, man konnte dann, man konnte in die Banken gehen und die haben dann, was weiß ich, Bälle. Oder ja, ich habe mich auch daran erinnert, aber ich habe mich ein bisschen an 1925 orientiert und dachte, dass es ein bisschen früh gewesen wäre dafür. Ja, okay, aber es ist, wie es ist. 2-1 Führung für unsere Kandidatin und das heißt, dass sie mit der nächsten richtig, also wenn die nächste Frage richtig beantwortet wird, das Duell gewinnt. Die Frage lautet: Was tritt nach gescheiterten Haushaltsberatungen im US-Kongress in den USA immer wieder ein, zuletzt dreimal unter Präsident Trump? Was tritt, vorsichtig beim Lesen, nach gescheiterten Haushaltsberatungen im Kongress in den USA immer wieder ein, unter Präsident Trump dreimal? Der Inauguration Day, ein Government Shutdown oder ein Impeachment? Wollen wir ausschließen, Inauguration ist? Ja, das ist, glaube ich, die Amtseinführung. Ja, Impeachment.
Das ist das Amtsenthebungsverfahren. Und Government Shutdown? Das ist, wenn die sich nicht einig werden bei den Haushaltsberatungen. Da kann Jan nur zustimmen. Richtig ist B, Government Shutdown. Und damit machen Sie den dritten Punkt im Zeitgeschehen und gewinnen gegen Jan Hofer Ihr drittes Kreuz in Grün. Klasse, wow. Danke schön. Und Sie freuen sich immer noch über die jetzt 60. Jetzt freue ich mich auch über die Kreuze. Okay. Das kommt bei mir so ein bisschen Zeit versetzt. Dann ja, aber jetzt im Moment freut sie sich über das Kreuz von Spock. Ja. Genau. In 10 Minuten, wenn Sie mich dann noch mal fragen, bin ich dann bei ich Herrn. Ich hoffe, ich habe die Möglichkeit, die Frage zu stellen. Davor ist das Duell mit Anna Thalmann. So, ja. Auf geht's. Okay. Sie spielte schon vieles in Theater, Kino und Fernsehen. Kandidatenschreck ist aber vielleicht ihre Paraderolle beim Quiz-Champion, das Duell gegen Anna Thalbach. Vielleicht nicht ihre Lieblingsrolle, aber die doch hin und wieder gespielte. Ja, ihr habt ja jetzt verteilt die Rollen quasi. So. Wollen wir loslegen gleich? Ja, klar. Ja, haben Sie auch gern die Kategorie? Ja, ich habe vor allen Dingen unheimlichen Respekt gerade, aber... Ja, aber Respekt verschafft ja eine gesunde Anspannung, Konzentration, ja. Das ist ja nichts Schlechtes, oder? Ja, und wo wir gerade dabei sind, könnte ich noch ein bisschen Wasser haben, bitte? Also das muss hier keiner erbetteln. Das fliegt sozusagen jetzt gleich von allen Seiten. Dankeschön. Darf ich fragen, ob Sie es gerne mit oder ohne hätten? Ja, bitte gerne ohne. Bitte gerne ohne. Und bei der Gelegenheit, ich nehme auch noch einen Schluck. Dann ist es schon eine ganze Runde. Dann ist es hier, da geht schon los. Wassermäßig. Das Duell Literatur und Sprache mit Anna Thalbach. Bereit. Und... Tina Kranz, spielen wir so. Oh, welches dieser Wörter findet im englischen Sprachraum als Lehnwort Verwendung? Einsamkeit, Doppelgänger oder flotter Dreier? Oh Gott. Ein Lehnwort ist sowas wie Kindergarten, weil die auch, oder? Was? Nein, ist was anderes? Ein Lehnwort ist ein Wort, das aus anderen Sprachen entlehnt wird. Ah, okay. Ja, das hast du ja gemeint mit Kindergarten. Ja, genau. Ja. Okay. Okay. So wie das Kindergarten. Ja, ja. Genau. So, genau. Ja. Oder das Autobahn. Ja, genau. Probieren wir nochmal das hier. Keine Ahnung. Oh. Ja, also das heißt, dass das Wort im Englischen genauso heißt, in seiner Bedeutung genauso verwendet, von, so verwendet wird. Also ich wusste auch nicht, was ein Lehnwort ist. Jetzt habe ich aufgrund von Herrn Hofers wundervoller Erklärung gedacht, ist wie Kindergarten, also wo die ein, genau. Es gibt ein Lehnen aus Angst. Dem Deutschen. Bei uns wäre es fiese Matente wäre aus dem Französischen ein Lehnwort. Ja. Wie sieht Matente? So, ja, ne? Genau. Also dann habe ich es richtig verstanden. Dann habe ich gedacht, S benutzen die ja nicht so, dann würden die Doppelganger, also Ganger das, und Flotte Dryer, die sind ja auch so ein bisschen versaut, die Engländer. Dann passt das. Aber also, können die das aussprechen? Flotte Dryer. Aber sagen die nicht Flotte Threesome Dryer. Oder sowas? Oh, aber, Threesome. Sagen oh. Threesome, oder? Male oder Female Threesome. Ja. Aber Einsamkeit sagen haben sie ja auch. Loneliness oder was? Nicht zur Einsamkeit? Loneliness. Die Frage ist falsch vielleicht. Ja, hau die Antwort raus, Johannes. Wir sind krass gespannt. Okay, es ist Doppelgänger. Doppelgänger? B. Doppelgänger. Und die Erklärung war richtig. Loneliness und Threesome, da gibt es Worte. Und andere entlehnte Worte sind, Kindergarten hat man, Rucksack gibt es, The German Rucksack. Angst. Und was gibt es? Angst, ja. Und Zeitgeist. Gut, wir haben hier keine Punkte verteilt, aber doch ein bisschen was gelernt. Wir haben es und versuchen es mit dieser Frage hier. Unter welchem Pseudonym veröffentlichte die Bestseller-Autorin Ingrid Krane-Müschen ihre überaus erfolgreiche Waringham-Saga? Paula Hawkins, Jojo Moyes oder Rebecca Gablé? Hallo? Was? Ja, soll ich dazu sagen? Nehmen wir mal das hier. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ob es also Waringham oder Waringham heißt, da möchte ich mich nicht festlegen. Aber ich weiß es einfach nicht. Rebecca Gablé ist richtig. Ja? Ja? Danke schön. Ist doch super. Danke schön. Ja, das heißt ja noch nicht, dass er recht hat. Also, Er hat ja immerhin verloren. Aber Sie sind sich nicht so sicher gewesen, oder? Ich bin mir sicher, dass es Jojo Moyes nicht ist.
weil ich von der ganz viele Bücher gelesen habe und auch den Klappentext. Und ich glaube, das hätte da wahrscheinlich... Ich kenne keine von den dreien. Ich muss allerdings lachen, weil ich immer denke, wie kommt Ingrid Krane-Mischen darauf auf Rebecca Gablé? Also wie denkt man... Naja, weil es eine englische Saga... Ich möchte unbedingt Saga, Rebecca Gablé heißen. Historienroman ist. Ah, ist das so? Sowas kenne ich natürlich nicht. Dann klingt das gleich mal so international. Nein, das verstehe ich, aber da kann man sich was Seriöseres aus. Also, es ist ein Historienroman, das heißt, du kennst die Bücher auch. Also es ist eine ganze Serie. Okay, eine Saga. Saga, ja, da bin ich lerne. Nicht so fit drin. In dieser. Okay, richtig ist C, Rebecca Gablé. Freuen Sie sich gerade über Film und Fernsehen? Jetzt freue ich mich, genau, ja. 1-0 Führung, was ja nichts Schlechtes ist. Und absolut. Wir gucken mal, weil es so weitergeht. Die rührende Geschichte der Brüder Löwenherz in Astrid Lindgrens gleichnamigen Roman wird erzählt von Karl Löwe, genannt Krümel, Torte oder Klößchen. Beim Verlesen der Frage hast du gesagt, das ist leicht. Ja. Für mich nicht. Also es war ein wunderschönes Buch, aber wir haben es ja. Klößchen ist, glaube ich, TKKG. Torte weiß ich nicht. Wilde Hühner. Wilde Hühner, ja. Habe ich nicht gelesen. Also, und TKKG ist auch richtig, das ist Klößchen. Ja. Richtig ist Krümel. Gute Nachrichten für Martina, die 2-1 führt. Unbedingt. Im Duell Literatur und Sprache und es mit einer richtigen Antwort jetzt für sich entscheiden kann. Wow. Mal ganz kurz auf Spannung. Es geht um das 4. Grüne Kreuz. Und Sie wissen, was wir hier spielen. Ja, aber da sitzt ja noch der Herr Boning. Das ist meine Angstkategorie. Also meine Angst-Angst-Kategorie. Oh, ja. Aber Sie vermitteln hier nicht den Eindruck, als hätten Sie Angst. Und Sie vermitteln auch nicht den Eindruck, als müssten Sie Angst haben. Aber lass mal erst mal die Nummer hier spielen. Ja, bitte, genau. Ja? Also vielleicht ist es ja jetzt auch hier schon Endstation. Ich meine, das ist dann müsstest du keine self-fulfilling prophecy. Nein. Den Begriff Endstation will ich gar nicht hören. Das ist wie ein Trainer, der sagt, wir sind nicht im Abstiegskampf. Dann lag ich immer tot, dann ist er mittendrin, wenn er es schon sagt. Also, hier ist die Frage. Unter welchem Titel veröffentlichte Nachlassverwalter Max Brod posthum Franz Kafkas Werk Der Verschollene? Interessant. Unter dem Titel Europa, Afrika oder Amerika? Ach du liebe Gott. Ich hab. Ui. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ist doch super. Das wissen wir beide nicht. Das entscheidet das Glück. Amerika. Keine Ahnung. Nein, 0,0. Keine Ahnung. Aber warum haben Sie dann C genommen? Ja, weil. Klar, irgendwas muss man ja nehmen. Ja, irgendwas muss man ja nehmen. Klingt gut. Ja, weiß jetzt auch nicht. Ich könnte mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, aber ich habe einfach irgendwas. Ja, ich habe ein bisschen poetisch gedacht. Ich habe gedacht, es wäre interessant, wenn er vor Ort verschollen ist und nicht so weit weg muss. Aber das ist Quatsch. Okay. Ich habe wirklich nur geraten. Ja, klar, aber man hätte gedacht, Europa, das ist ja... Ja, aber da hat er sich bewegt. Aber ich finde es interessanter, wenn jemand vor Ort nicht zu finden ist, als wenn es klar ist, jemand geht irgendwie ganz weit weg, dann ist es klar, das ist schwer, den zu finden. Ich fand diese Variante interessanter. Verrückt ist ja, dass Kafka den Nachlassverwalter gebeten hat, alle nicht veröffentlichten Werke zu vernichten. Mhm. Und Max Brod hat sich nicht dran gehalten. Das ist nicht nett von Max Brod. Ist nicht also nett. Vielleicht doch, aber... Es ist aber, da es ja unter dem Titel Amerika veröffentlicht wurde, für Frau Kranz eine gute Nachricht. Ich gönne ihr das von Herzen. Richtig ist C, Amerika. Und damit gewinnen Sie auch dieses Duell mit 3-1. Also wirklich deutlich und haben 4 grüne Kreuze. Wow. Ich mache Ihnen ein Angebot. Ja. Sie können aussteigen. Für 75? Nix für 75, ohne Geld. Oder Sie spielen gegen Wiegalt. So. Nein, natürlich, das spiele ich jetzt noch. Ich bin jetzt schon total happy. Ich finde es macht totalen Spaß. Ja, das ist ja herrlich. Genau. Ja. Ja.
Aber jetzt kommt wieder aber gut. Aber das ist echt, ich habe überhaupt, also ich bin der Mensch mit dem schlechtesten Orientierungssinn, den es gibt. Ich muss von Köln nach Bonn, auch wenn ich 50 Mal die gleiche Strecke fahre, immer mit Navi fahren. Fahren Sie über die 555 oder? Bitte? Ja. Über die 555 oder am Rhein entlang? Nein, über die 555. Okay. Ich bin dann, weiß dann nie, auf welcher Rheinseite bin ich gerade. Und also es ist wirklich bei mir komplett schwarz. Es kommen nicht immer Fragen über Köln und Bonn. Manchmal ist auch Afrika, Asien. Ja, aber da wird es nicht besser. Ach so. Köln und Bonn ist noch sozusagen ein Naherholungsgebiet für Sie. Ja, wir werden sehen. Das allerdings glaube ich auch. Und wir freuen uns auf Wigald Boning. Bei diesem Länderspiel müssen Sie sich orientieren, um Quiz-Champion zu werden. Ihr Gegner in der Kategorie Erdkunde, Wigald Boning. Ach, das wird zumindest mal interessant und vielleicht ja auch erfolgreich. Ja. Beginnen wir das Duell Erdkunde zwischen Wigald Boning und Martina Kranz mit dieser Frage. Wie wird Frankreich aufgrund der Landesform von den Einheimischen liebevoll genannt? Le Carré, Lexagon oder L'Octogon? Oh Gott. Jetzt ist ausgelöst. Ich habe keine Ahnung. Oh Mist. Carré, 4. Ja. Lexagon. Lexagon, weiß ich gar nicht, wie viel ist das? Sechs. Ich habe eine Weile viel, ich habe eine Weile viel Tour de France geguckt. Und da wird ab und zu auch mal so ein Begriff fallen gelassen. Ist aber eine Weile her, dass ich das geguckt habe. Also, ja, gut, aber die Umrisse von Frankreich haben sich in den letzten 20 Jahren nicht wesentlich verändert. Man kann sich natürlich so grundsätzlich vorstellen, also dass das hat keine 15, 16 Ecken, das ist weniger. Vielleicht 6, dachte ich mir. Okay, aber auch, es ist ja auch quadratisch praktisch gut, fast so, ne? Also wenn man es sehr grob nimmt. Nein, aber das wird stimmen. Der weiß es doch. Weil er das weiß? Ja. Ja. Heißt ja nicht John Le Carré, das ist was ganz anderes. Das führt uns hier in die Irre. Ja. Richtig ist B, Lexagon, weil die Form Frankreichs an ein Sechseck erinnert. Bitte? Du bist heute der Killer. Ja, heute irgendwie. Du hast eine Killerhose an heute. So, wir bleiben konzentriert. Ja, klar. Und spielen hier weiter und freuen uns über Punkte für Martina. Vielleicht mit dieser Frage, beziehungsweise der richtigen Antwort. Mit welchem Werk, das bis heute gültige Normen aufstellte, wurde der Londoner Apotheker Luke Howard 1802 schlagartig berühmt? War das das Werk Die Entstehung der Kontinente und Ozeane? Oder Über die Modifikationen der Wolken? Oder Systema Naturae? Ich habe keine Ahnung. Es hilft ja nichts. Wir müssen ja irgendwie zu Potte kommen hier. Wigald, wie bist du vorgegangen? Oh, ich habe nicht den allerblassesten Schimmer. Stell mir mal vor, da ist so ein Apotheker in London, der steht jeden Tag an seinem Tresen. Entstehung der Kontinente und Ozeane, da würde hilfreich sein, ab und zu eine Exkursion zu Gletscherspalten, zu Gräben in Afrika. Bei den Modifikationen der Wolken, da schaut man einfach aus seinem Fenster, sieht die Wolken vorbeiziehen, kommt ins Grübeln. Und diese Fragen kann man vielleicht eher von seinem Apothekertresen auslösen, als Kontinent und Ozean und Systema Naturae. Das war mir einfach zu schwammig. Ah, okay. So ist ja gut alles ausgedacht. Da kann oder ja so jeder kommen. Ja. Aha. Also es gibt Systema Naturae, das ist die Einteilung von Pflanzen und Tieren. Carl von Linné. Ja. Ja, ich hätte am ehesten C, aber naja. Die Howard'schen Klassen gelten bis heute und es sind die Howard'schen Wolkenklassen über die Modifikationen der Wolken. Cirrus, Cumulus und Stratus in der Hauptsache. Punkt für Wigald Boning. Aber Sie haben nach wie vor Spaß. Ich habe immer noch Spaß. Wir haben vereinbart, wir wollen hier Spaß haben. Na, absolut. Ja. Jetzt wird es nur wirklich sehr, sehr eng, würde ich sagen. Ja. Ich finde, wir spielen die Frage, lieber noch die Fragen. Und das wäre dann ein
überragendes Comeback. Ja. Hier sind schon Leute eingebrochen. Die hatten 6-8 Punkte Vorsprung. Bitte sehr. Sagt man so dahin. Sagt man so. Genau. Okay, komm her. Folgende Frage. Die Insel Disco ist ungefähr so groß wie Korsika und liegt in der Disco-Bucht. Vor dem australischen Bundesstaat Queensland, nahe der Insel Neuguinea oder westlich von Grönland? Wenn ich mir das Gesicht von Vigard angucke, ist es nicht geprägt von Mitleid. Doch. Auch nicht Langmut. Doch, es tut ihm leid. Alles Zärtliche fehlt ihm. Nein, es tut ihm leid, weil das ist richtig. Das ist eine gemeine Unterstellung, das stimmt überhaupt gar nicht. Okay. Nein, aber. Gar nicht. Ich finde das, also ich bin ja heute so ein bisschen in so einer gemeinen Rolle, dass ich hier niederschmetternde Schlusspunkte setze. Möchte aber gleich dazu sagen, dass ich nicht genau weiß, wo die Disco-Insel liegt. Ich habe aber eine starke Ahnung, dass sie bei Grönland liegt. Ja, ist auch so. Das wissen Sie? Ja, das weiß ich jetzt zufällig. Ja, aber warum wissen Sie das mit den Wolken denn nicht, ja, wenn Sie so einen Unsinn wissen? Ja, keine Ahnung. Ja, Disco, man prägt sich's ein in jungen Jahren. Disco-Insel klingt einfach gut. Heute heißen sie Club-Insel. Ja, genau. Okay. Machen wir es kurz. Westlich von Grönland ist richtig. C, Punkt für beide zwar, aber das Kreuz für Vigald und ihre Reise, die ich wirklich sehr gerne begleitet habe. Dankeschön. Martina, endet an dieser Stelle. Ja. Sie haben das ganz toll gemacht. Ja. Und ich spüre, dass Sie jetzt einen sehr großen Applaus bekommen. Danke fürs Mitspielen. Martina Kraft aus Köln. Sie sind belesen. Ihre Augen und Ohren sind immer auf Empfang. Doch jetzt ist leider Sendeschluss. Sie müssen nach Hause fahren. Schade und tschüss. Martina Kranz. Ja, danke all den Kandidaten, danke unseren Experten Jan Hofer, Michael Bulli-Habig, Katrin Müller-Hohenstein, Vigald Boning und Anna Thalbach. Ja, und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Quiz-Champion und dann bin ich fast sicher, wechseln 100.000 Euro Ihren Besitzer. Es ist halt das härteste Quiz Deutschlands. Guten Abend und weiterhin viel Freude hier im ZDF.